So, und damit mal einen wunderschönen guten Morgen, Hallo und Winke, Winke. Willkommen im Sonntag. Ich hoffe, es haben alle gut geschlafen. Und ja, willkommen in unserem neuen Projekt zum Sonntag. Dungeons of Hinterburg, Gott sei Dank steht's da. Sonst hätte ich jetzt das jetzt irgendwie hatte ich da anfangs einen ganz anderen Titel im Sinn. Keine Ahnung. Also vom Titel her, nicht vom Spiel her. Anyway. Katze, wunderschönen guten Morgen. Ja. Neues Spiel, neues Glück. Trotzdem, einen kleinen Übergang von Outer Wilds will ich trotzdem noch schlagen. Denn wir hatten uns das eigentliche Ende tatsächlich aufgespart, weil ich einfach keinen Bock, keine Lust und was weiß ich auf die Anglerfische hatte. Tatsächlich hätten wir genau das nochmal machen müssen. Und zwar nicht im gleichen Loop, aber nachdem wir den Gefangenen, den Häftling befreit haben, dann nochmal Base-Spiel, das Hauptspielende zu machen. Und dann am Ende steht er nämlich am Lagerfeuer mit dabei. Ja, hat auch nochmal ein kleines Extra-Puzzlechen dazu. Und auch im letzten Screen, hier von wegen ein paar Millionen Jahre später und so weiter, wo neue Spezies zu sehen sind, auch da ist dann eine neue Rasse, eine neue Spezies mit einer Lampe zu sehen. Ja. Also das wär jetzt dann nochmal der richtige Abschluss gewesen, aber sorry, Outer Wilds Team, die Anglerfische sind scheiße. Die Katze mit dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir hier in Hinterhupfingen, werden heute loslegen die Entwickler haben es selber beschrieben, ein chilliges RPG. Ein chilliges Dungeon Crawler RPG. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ganz gut bei uns in den Sonntag reinpassen. Vor allen Dingen, weil es auch, wie auch das Outer Wilds Projekt, wie auch andere Spiele, die ich suche für den Sonntag, in Zeiteinheiten unterteilt sind. Ja, das heißt, immer so einen gewissen Rahmen bieten, wo man sagen kann, okay, das ist ein schöner Punkt, wo man jetzt für den heutigen Stream aufhören kann und so weiter. Ja, werden wir gleich sehen. So, wir werden nämlich da jetzt auch direkt reinspringen, gleich nachdem das Lied vorbei ist, ungefähr jetzt. So, und ich habe jetzt natürlich das Spiel noch nicht gestartet. Na super, das hätte ich vielleicht vorher mal machen können. Gut, wo ist denn hier, wo können wir denn da? Gucken wir doch mal hier, wa? Mal gucken, wie laut das jetzt wird. Ist ja immer das Gleiche, ne? Mit neuen Spielen. Ich hatte es 5 Sekunden angeguckt, ob es läuft, so, ob es irgendwelche Probleme am Anfang gibt. Und gestern Nacht, beziehungsweise die letzte Nacht noch in Discord reingeguckt hat, der wird sehen, der Tom hat es angesprochen. Man kann sich heute zumindest schon noch ein wenig verspäten beim Zugucken. Wunderschönen guten Morgen, Luke, so viel dazu. Denn ich werde natürlich, wie ich das immer mache, weil ich das als korrekt empfinde, ja, wenn man ein Spiel hier spielt, dass man vorher die Optionen durchgeht für Leute, die interessiert sind an dem Spiel, das eventuell selber zu spielen, selber auszuprobieren, sie vorher aber nicht entscheiden können, weil und wegen die Einstellungen nicht klar sind. Manche Leute, wie zum Beispiel bei den Dark Picture Dingern, ja, ich habe die Reihe erst in Betracht gezogen zu spielen, als ich gesehen habe, dass es für, in Anführungszeichen, Barrierefreiheit eine Möglichkeit gibt, die Quicktime-Events zu verlängern, zu vereinfachen, weil ich sie hasse. Ja? Weil ich sie hasse. Hätte es diese Option nicht gegeben, hätte ich die Spielreihe nicht begonnen. Und das ist so ein Punkt, ne, den kann man hier super bei einem Let's Player mit angucken, sofern er das denn hier entsprechend featuret. Und das mache ich. Ja? Zumindest in der ersten Folge. Gut. Dungeons of Hinterburg. Chillige Sache ist das. Und dann gehen wir mal ganz kurz die Optionen durch. Viele sind es nämlich gar nicht. Was mit mir? Hatte gerade noch Werbung. Mein Katze. Nicht mit dir im Speziellen. Im Generellen hatte ich gesagt, heute kann man sich ruhig noch ein wenig verspäten, wenn der von mir markante quasi Einstieg in jedes neue Projekt, nämlich das Angucken der Einstellungen, völlig egal sind. Ja. Bin gespannt, wie lange Tom heute braucht, bis er wach wird. Er war gestern auch noch relativ lange wach, genau wie ich. Gut, anyway, guten Morgen auch dir, Luke. So, wollen wir doch mal sehen. Also erstmal natürlich das generelle, wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch und Japanisch und Koreanisch und das war's auch. Ne? Schöne Sache ist das. Sprachausgabe gibt es nicht. Ich werde alles vorquatschen, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht schlimm. Kaffee im Chat verteilen. Bitte mit Tassen. Dankeschön. Nicht einfach so, ne? Hier und so. Gut, vertikal, horizontale Kameradrehung. Wir werden mit
Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Es ist ein Hackenslash, ja. Es ist im Grunde ein Hackenslash mit ein bisschen Inventargefriemel. Das heißt, ich glaube, ich werde mit Joypad spielen. Ich hatte es mir noch gar nicht überlegt. So, Mausklettung. Nichtsdestotrotz scheint es ja einigermaßen vernünftig vorhanden zu sein, wenn man keinen Controller hat. Warum auch immer. Oh mein Gott. Übrigens, vergesst am Morgen, wenn ihr an sowas glaubt, ja, vergesst am Morgen sowas wie T-T-T-Satz lesen oder Horoskop in der Zeitung, das hat alles absolut keine Auswirkung. Ich bin mir fast sicher. Aber was man beachten muss, ist, wenn man früh sein Frühstücksei pellt, ja, und dann quasi auf dem Teller mit den an den Schalen mehr Ei hat als noch in der Hand, ja, dann ist das ganz blödes Juju für den Tag. Ja, vor allen Dingen, was den eigenen Blutdruck angeht, habe ich heute früh wieder festgestellt. Manche Eier können sich einfach nicht benehmen. Ja, weißt du, wenn du dann so einen unförmigen Klumpen Ei in der Hand hast, statt ein wunderschönes, rundes, gepelltes, hart gekochtes Ei, nee, der ganze andere Blödsinn hängt dann an den Eierschalen, weißt du? Manchmal ist das so. Aber Jay, warum köpfst du deine Eier nicht einfach und löffelst die dann aus? Das mache ich nicht. Das machen nur Wessis. Keine Ahnung. Nein. Nein, ich mag meine hart gekochten Eier. Handgepellt. Ja. Hast keine Eier da. Das ist natürlich, ne, dann geht man ja völlig unvorbereitet in den Tag. Wahr. Wenn Ei, dann auf Brot. Also so quasi Eiersalat. Gut, da umgehst du das Ganze natürlich. Schmeckt auch geil früh, ne? Eiersalat auf der Stulle, ne? Beziehungsweise so auf einem schönen, frisch getoasteten Toast. Zum Beispiel oder so oder Schwarzbrot. Die Mischung ist auch richtig geil. Schwarzbrot, Eiersalat, ein paar, bisschen was Kräuter drüber oder vielleicht ein Tick Frischkäse drunter oder so. Ja, klingt komisch, ist aber so. Ja. Und nein, ich bin nicht schwanger. Ich bin speziell, was das Ganze angeht. So, anyway, zurück zum Thema. Controller, die Steuerung anpassen, kann man auch alles machen. Ja. Im Spiel UI und so weiter. Also auch da gibt es ja Leute, Linkshänder zum Beispiel, ja, die mit Rechtshänder-Tastaturen ausgestattet sind und dann hier absolut nicht klarkommen. Kann ich nachvollziehen. Kann man also alles anpassen. Controller Vibration, Audio stumm schalten. Man kann auch einfach den gesamten Spielsound stumm schalten. Okay, wer es mag. Und im Hintergrund stumm schalten. Mono-Ausgabe kann man auch machen. Muss man aber nicht. Grafik anpassen. Oh, warum hat er das jetzt hier runtergedreht? Ich glaube, weil wegen der Aufnahme. Warte mal kurz. Höchste Qualität. Das Ganze aber bitte mit einer besseren Auflösung. Dankeschön. Jawohl. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das hier nicht das ne und so war. Ich glaube, das war es auch gar nicht, denn jetzt sieht es irgendwie verfriemelter aus als vorher. Manche Spiele haben da Probleme. Ach so, Schraffur ist genau das hier. Diese Punktedarstellung, die kann man abschwächen. Jetzt nicht unbedingt auf den Schaltflächen, aber wir gucken es uns gleich nochmal im Hauptbildschirm an. Wunderschönen guten Morgen, Adani. Man erscheint im Chat und Jay redet davon, sich einen zu pellen. Ich bin auch zu müde für dumme Witze. Nee, wird einfach gut. Aber früh, da muss man, da muss man, ne, da muss man in Stimmung sein. Früh werde ich eher auf Kaffee geil, ja? Anstatt auf irgendwas anderes. Anyway, danke für diesen Einwurf. Gut, Schafvorschläge gucken wir uns gleich an, Kamera ruckeln. Jetzt kommen wir zur Barrierefreiheit, dem wichtigsten Punkt für viele Leute tatsächlich, ja. Kamera ruckeln kann man abschwächen oder ganz ausmachen, ja. Ganz wichtig, das Sichtfeld kann man erhöhen. Brauche ich soweit, habe ich bisher soweit, glaube ich, noch nie gebraucht. Statische Bildüberlagerung ergänzt die Benutzeroberfläche um einen statischen Overlay, um Schwindelgefühl zu verringern. Hatte ich tatsächlich bei Third-Person-Spielen noch nicht so weit gesehen. Können wir uns gerne mal angucken. Heute gibt es gefüllte Paprika dazu, Gurkensalat und Ka Ka Kartoffelsalat. Lecker Toffen. Töffeln, ja. Die Töften. Spielertote hier aktivieren. Auch das kann man machen. Während eines Kampfes können die TP von Luisa, unserer Hauptdarstellerin, nicht unter 1 fallen. Also quasi von Haus aus ein integrierter God-Mode. Ja. Ist jetzt quasi der Story-Schwierigkeitsgrad, kann man so sagen. Ja. Und wenn ich eine Stunde für den Kampf brauche, weil ich nicht klarkomme, dann ist das halt so. Ja. Anyway, so, wir gucken mal gerade raus. Moment. So, also so sieht das hier aus. Die normal dargestellte Schraffur, ja. Diese kleinen lustigen Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das im Stream überhaupt so wahrnehmt, ne? Aber es gibt dem Ganzen tatsächlich einen schönen, kartonmäßigen, eigensinnigen Artstyle, ne? Wir können es mal im Vergleich ausmachen. Vielleicht sieht man es dann eher, wenn es nicht mehr da ist. Wo ist es hin? Hier, Schraffur, genau. Einmal Schraffur aus. Und dann sieht das so aus, ne? Also tatsächlich,
Weiß ich nicht. Es sieht schon ein bisschen schnöder aus, ne? Wenn diese ganzen Pünktelchen nicht dabei sind, aber man weiß es nicht, ne? Ist vielleicht auch ein, ist vielleicht so eine ähnliche Sache wie Motion Blur. Manche mögen es, manche nicht, ne? Deine Mama? Was? wo muss ich hin zum Essen? Ach so, zur Mama. Zur Mama Katze. Ja, zur Großmama Katze, muss man ja sagen, ne? So, ich stelle es an und werd mir das dann heute im Nachhinein angucken, ob das irgendwie was mit der Übertragungsrate, mit der Bildqualität über Twitch und so weiter verfriemelt. Ich hoffe natürlich, dass ihr mir Bescheid sagt, sollte es wirklich schrecklich auffällig sein oder schrecklich anzugucken oder sowas, keine Ahnung, ja, mal vom persönlichen Geschmack abgesehen. Und dann sehen wir da weiter. Okay, so, ich gehe über zum Controller und wir machen ein neues Spiel. Ach so, jetzt kann man es auch noch mal einstellen. Ach, ist ja schön. Urlaubsmodus. Wählen Sie diesen Modus, wähle diesen Modus, wenn du dich lieber auf die Geschichte des Jahrhunderträtsels konzentrieren willst und keine Herausforderung im Kampf suchst. Ich suche keine Herausforderung im Kampf. Blödsinn. Also für mich. Wähle diesen Modus, wenn du dir schon Actionspiele gespielt hast und dir ein ausgewogenes Spielerlebnis wünschst. Ja. Ah, okay. Du siehst keinen Unterschied. Ich sehe nicht diese Pünktchen hier. Hier, guck mal, hier auf dem Rucksack zum Beispiel ist ein guter kontrastreicher Unterschied. Diese braunen Dinger, also, oder hier in der Wolke zum Beispiel, wenn die vorbeieiert, ne? Hier haben wir es ein bisschen statischer, weil das gehört zur Grafik dazu. Ja? Aber so, ich meine, ob es nun gesehen wird oder nicht, ich meine, ich sehe es. Und das ist auch gut so. Anyway, der schwere Modus, wähle diesen Modus, wenn du dir anspruchsvolle Kämpfe wünschst. Stört nicht, dann ist gut. Dann ist gut. Ich glaube, wir machen normal, ne? Weil ich kenne zwar Actionspiele, aber es ist ja Sonntag, ja? So. Du musst nicht jeden Tag einen Dungeon machen, setz dich an einen schönen Aussichtspunkt, lass den Nachmittag an dir vorbeiziehen. Das werden wir auch mal machen. Anyway, Taxi. Als ich 5 war, fuhren meine Eltern mit mir in einen botanischen Garten, der ungefähr eine Stunde von Wien entfernt war. Wien, okay, gut zu wissen. Genau in der Mitte gab es einen Zaun mit gab es eine mit Zaun abgesperrte Höhle. 20 Jahre später erinnere ich mich immer noch lebhaft daran, weil dort eine Hexe wohnte. Mein Papa lachte nur und meinte, dass mir meine Fantasie einen Streich spielen würde. Meine Hexe wäre nichts als ein Schatten. Aber was er auch sagte, er konnte mich nicht überzeugen, diese Höhle war besonders. Wien in Deutschland. Fast. Als Kind war es für mich immer etwas Besonderes, wenn wir neue Orte besuchten. Es fühlte sich an, als würde hinter jeder Ecke ein Geheimnis oder ein Abenteuer lauern. Ich vermisse das. Also, zum ersten Mal auf Abenteuer? Oder waren's schon mal hier bei uns? Tolle Localization. Oder waren's hier schon mal hier bei uns? Ich hasse es jetzt schon. In letzter Zeit fühlt sich mein Leben insgesamt nicht sehr abenteuerlich an. Außerdem ignoriere ich Fragen von jeglichen Leuten um mich herum. Lange Tage im Büro, einer wie der andere. Kurze Wochenenden auf dem Sofa, an denen es ausschließlich darum ging, irgendwie Arbeitsstress abzubauen. Zocken zum Beispiel. Wenn das Ihr erster Aufenthalt hier ist, müssen Sie sich unbedingt ins Spa anschauen. Hat gerade erst aufgemacht. Ich ignorierte weiterhin den Taxifahrer. Das wird sich hier aber generell ändern, alles, ne? Es gibt keinen Ort auf der Welt, der so besonders ist wie Hinterberg. Hinterberg. Ah ja, Hinterberg, wo die Bäume nachbearbeitet werden. Dungeons auf Hinterberg. 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 Hallo, wunderschönen guten Morgen, Zinnini. 25 magische Dungeons mitten in den Alpen. In den Medien war erst von einem ausgeklügelten Schwindel die Rede und dann von einer Massenhalluzination. Ah ja, wieder aus wie Chihiro Intro. Nicht ganz. Alter Running Gag aus meiner Schulzeit. Als Abschlussfahrt wollte unser Klassenlehrer nach Wien fahren, da wir aber nicht in der Ausland fahren durften, war Wien 5 Tage in Deutschland. Ah ja, okay. Geografielehrer, nehme ich an. Ach ja. So, die Massenhalluzination. Gut, Schön hier. Haus Theresa. Aber es ist, wie es ist und es ist real. Okay, hier werde ich die nächsten paar Wochen verbringen. Wir auch. Hier muss ich einen kurzen Moment lang kein kleines Rädchen in einer Anwaltskanzlei sein. Im Bergischen Land gibt es den Ort Rade vorm Wald. Okay. Orte gibt's. Ich sollte mal einchecken. Er checkt das mal ein hier. Genau. Achso, wir können uns direkt auch bewegen. Ich sollte mal in eine Pension einchecken. Ist ja gut, ich hab mich doch bloß um 180 Grad gedreht. Oh, schön, wenn hier alles so auf Deutsch steht, ne? Welcome Slayers, außer das natürlich. Und Bahnhof.
Okay, der Südbahnhof nehme ich an. Was haben wir denn da? Alles okay? Da ist eine Übersichtskarte. Need a break for the. Das gucken wir uns gleich an. Moment, erstmal einchecken. Da sitzt einer. Hier, oh, hier, das ist eine Falle, ne? Das ist doch wohl eine Falle. Ein Stück Kuchen einfach auf dem Tisch. Anyway. Achso, betreten. Kann ich mir jetzt den Kuchen nehmen? Nee, kann ich nicht. Kann ich dich anquatschen? Nee. Alter, bist du der. Du. Okay, jetzt sitzen Leute da. Das muss eine Halluzination sein. Okay, der eine hat einen Kaffee und der andere ein Stück Kuchen. Wechseln die sich ab? Anyway, betreten. Spar Hinterberg. Im Innern der Pension riecht es nach altem Holz. Außerdem mache ich eine schwache Raumspraynote aus. Schön für dich. Sofort fühle ich mich wieder wie damals als Kind im Skiurlaub. Menschen können sie porten. Das kommt vor. Kennt man ja, ne? Latsch, latsch, latsch. Willkommen in Hinterberg, Fräulein. Luisa Dorfer. Ah, freilich, Zimmer 102. Ich habe hier kein Handy empfangen. Glauben Sie, es funktioniert in meinem Zimmer? Nein, warum sollte es? Ah, den Prospekt haben Sie nicht bekommen? Hier in Hinterberg gibt es keinen Handyempfang und leider auch kein Internet. Das ist ein Nebeneffekt der Magie. Natürlich, natürlich, er ist Magic. Die Protagonistin ist irgendwie süß. Dankeschön, Dankeschön. Ich fasse das als persönliches Kompliment auf. Gut, hier kann ich meine E-Mails von der Arbeit wohl nicht abrufen. Ist kein Festnetz? Wir sind mit Ihrem Zimmer noch nicht ganz fertig, Fräulein Dorfer. Ungefähr eine halbe Stunde wird es noch dauern. Ah, eigentlich kann ich es kaum erwarten, rauszugehen und ein paar Monster zu erlegen. Können Sie mir einen bestimmten Ort empfehlen? Ah, natürlich, dann werde ich schnell den Klaus anrufen. Der Klaus. Er ist bei uns der Ausbilder. Er kann Sie zum Anfänger-Dungeon bringen. Aha. Oh, natürlich. Natürlich, dann werde ich schnell den Klaus anrufen. Also, der nochmal, was er gerade gesagt hat. Super, oder sitze ich im Weg? Moment. Daran müssen wir jetzt wieder arbeiten, ne? Warte mal. Ich tue das mal. Ich glaub, hier drüben ist dann ständig das Menü, ne? Nervt er schon wieder. Die Protagonistin hat ja auch rote Haare. Der Klaus, die kann nur hübsch sein. Ah, ja. Hat sie Sommersprossen? Nee, ne? Warte mal, ich glaube, wir werden hier nicht froh mit dem Panda. Ich setze den hier runter und wir ignorieren es einfach, oder? Ich setze den so weit wie möglich hier rüber. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann man machen. Gut. Wir sitzen immer im Weg, ja. Ohne Scheiß. So, also, super, oder? Ich hatte eigentlich an etwas Fortgeschrittenes gedacht. Nein, nein, wir wissen ja gar nichts. Wir sind eine Bürotipse, die warum auch immer schon ein Schwert dabei hat. Das klingt großartig. Das ist nicht, was da stand. Ich rufe schnell beim Tourismusbüro an. Das haben wir gleich. Aha. Lädt. Klaus wird beim Tourismusbüro auf Sie warten. Ich markiere Ihnen seinen Standort auf Ihrer Karte. Geht das schon wieder gut los? Get me the Klaus. Ja. Klaus. Was? Ach so, hier unten. Hier unten ist Klaus. Alles klar. Wir sind hier drüben. Okay. Und hier sind Rutschen oder so. Auf jeden Fall verschiedene Locations. Das sieht ja schon mal interessant. Das sieht ja schon mal überhaupt nicht irgendwie umwegig aus oder sowas. Anyway, ganz viel Wasser und ein Klaus. Okay, auf zum Klaus. Am besten, Sie gehen gleich hier durch. Einfach nur den Weg auf der rechten Seite nach, dann sind Sie in 0, nichts dort. Okay. Sehr nett von Klaus, dass er sich so kurzfristig Zeit nimmt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, Fräulein. Leute, die sich kurzfristig Zeit nehmen können, haben nichts zu tun. Geh zum Tourismusbüro, schau auf die Karte, wenn du es nicht finden kannst. Umweg machen und alles angucken. Warte mal. Hauptplatz. Bitte gehen Sie gleich zum Klaus, Fräulein. Er wartet auf Sie. Alter, quatsch mich nicht aus 10 Metern Entfernung an. Ach so, da unten, der Tourismusbüro. Jetzt sehe ich es auch, ja. Keine Umwege, leider. Aber wir werden noch ganz viel Zeit damit verbringen können. Am schnellsten sind Sie, wenn Sie hier den Weg. Warten mal kurz. Den ganzen Vormittag ist nichts, aber wenn ich da einmal 5 Sätze rede, meldet sich der Frosch im Hals. So, gut, genau, gut, dann gehen wir halt hier lang. Alter, was ist denn, wenn ich jetzt hier nach links gehe? Na, bitte gehen Sie direkt zum Tourismusbüro. Nicht alleine erkunden. Erst später. Einfach nur den Weg nach unten. Ja, Mann. Was ist denn, wenn ich jetzt hier außer sich gerate, geht sie rein und putzt irgendwas oder so? Nee, ne? Scheiße, die bleibt da stehen. Okay, hier ist ein schrecklich leerer Mülleimer.
Mit ein bisschen Laub drin, okay. Geh doch wieder rein, Fräulein. Ja, ohne Mist, ne? Liebes Fräulein, kümmern Sie sich bitte um Ihren Scheiß. Ja. Panna ist am Gürbeln. Ja, alles gut. Nein, gegürbelt wurde nicht, aber ich musste mal ordentlich abräuspern. So. Hier ist es so sauber. Zum Tourismusbüro. Das sieht aber schon nett aus, ne? Also da hinten die Berge und alles. Jetzt mal ohne Mist. Und die Musik gefällt mir auch. Die ist sehr unaufdringlich. Wer hat mir da was im Dingens geschrieben? Warte mal kurz. Technik, Schnickschnack. Könnte ja was Dringendes sein. Oder TV, den TV-Rosetten. Ja, der ist sehr. Den Running Gag kapiert man bloß, wenn man auf dem Discord ist. Ja. TV-Rosetten. Habe ich schon probiert, Arki. Danke der Nachfrage. Gut. Anyway, zum Tourismusviertel. Das Touristenviertel, okay. Ich sehe schon, wir werden direkt in ein Gespräch verwickelt. Oder können uns in ein Gespräch verwickeln lassen. Sie guckt mich auf jeden Fall überhaupt nicht aufdringlich an oder sowas. Und ihr habt die gleiche Frisur. Ihr alle. Und ihr verschwindet einfach. Okay. Ist ja cool, dass weiter weg Leute, die anscheinend unwichtig sind, in Grau dargestellt werden. Und der Typ, der da hinten an der Treppe steht, an der Ecke, der ist bunt. Okay. Du siehst komisch aus. Also vom Look her. Sehr individuell. Sehr, ne? Sehr nativ. Abenteuerin. Erster Tag, hä? Ich beneide dich ein wenig. Ich wünschte, ich könnte all das hier nochmal von Anfang an erleben. Ah ja. Du solltest zum Tourismusbüro gehen. Alter, gab es hier eine Rundmail oder was? Es ist gleich dort unten. Danke. Okay, kann ich auf die Karte? Die sieht original aus wie die, die wir schon haben. Quatscht sie mich jetzt voll, wenn ich wieder woanders hingehe? Hey, du solltest zum Tourismusbüro gehen. Aha. Okay. Ist eine nette Idee mit den ganzen Passanten hier, die absolut unwichtig sind, ne? Und wahrscheinlich absolut nicht bezahlt werden für ihr Statistentum, aber die sehen alle doch sehr, sehr grundsationell aus, ne? Jetzt schnell abhauen. Einfach weg hier, einfach weg hier. Ich sollte das Dorf einander mal erkunden. Der Ausbilder wartet auf mich. Ist ja gut. Wir müssen zum Klaus, ich verstehe das. Hude, shit. Okay, ich dachte, die andere sieht komisch aus, aber du siehst definitiv seltsam aus. Warte, warte, warte. Sag nichts. Du bist auch hier, weil dich das Abenteuer ruft, oder? Der Berg ruft, ja. Der Anfänger-Dungeon, schon gesehen? Das Ding ist sick, ey. Klaus ist straight aus den 80ern gesprungen. Ich wette, das ist irgendein bärtiger Typ mit Holz verleimt. Okay. Der Anfänger hat das schon gesehen, das Ding ist echt zicke. Dieser Ausbilder ist allerdings ein mega miesebär. Mein neues Lieblingswort, ein miesebär. Hat mir von wegen keine Selfies mit Monstern einen riesen Vortrag gehalten. Keine Selfies mit Monstern. Okay, interessant. Egal, Tourismusbüro, oder? Du willst hin, solltest hin. Ist gleich die Straße runter. Danke, Keule. Geh zum Tourismusbüro, schau auf die Karte. Später. Das sieht auch krass aus. Hannah Spellbound Smithy. Und wo stand er eigentlich davor? Premium Armor. Okay, Gear and More. Interessant. Weapons are us. Summer Sale. Ach, schön. Enjoy your sleigh. Oh. Oh nein, da steht er. Da ist er. Okay. Hat er einen Holzfällerhemd? Er hat einen Bart. Das war so klar. Und er hat riesen Zinken. Fräulein Luisa, richtig? Wie geht's dir? Ich bin der Klaus. Mit dem Brusthaar. Klaus Hornbacher, der berühmte Alp. Klaus Hornbacher, der berühmte Alpinist. Der riecht den Brand. Er hatte mal eine Fernsehsendung über unterschätzte Wanderwege. Aha. Dann fangen wir an. Irgendwelche Sachen, Tipps in Sachen Abenteuer? Nö, wahrscheinlich nicht, ne? Ich kenne dich aus dem Fernsehen. Hey, du bist doch der aus dem Fernsehen. Ich kenne dich, Klaus. Ich habe mir früher immer deine Sendung angesehen. Früher, als ich noch doof war. Klaus Mist. Also gut, wir werden es heute ganz ruhig angehen, okay? Also einfach ignoriert hier. Ich bin direkt hinter dir, aber du solltest immer aufmerksam bleiben und auf deine Umgebung achten. Wurscht, was im Prospekt steht. Dieser Sport ist gefährlich. Verstanden? Ich habe dafür trainiert. Ich sag einfach mal ja. Ja, klar und deutlich. Gut, das wollte ich hören. Unser erster Dungeon liegt an der Kaiserin Sissi Promenade. Dort werden ein paar Monster sein, bevor wir zum Portal kommen.
Die Kaiserin Sissi Promenade. Oder Sisi. Fehlt da nicht ein S? Bist du bereit? Jo, gehen wir. Okay. Ist alles Tutorial, aber irgendwie genieße ich das gerade. Mal wieder ein Spiel am Sonntag zu spielen, wo ich nicht so hart nachdenken muss. Okay. Der Klaus läuft, als meint das ernst. Da stehen tatsächlich einfach mal so ein paar Spacken rum, okay? Danach gibt es eine gute Sachertorte. Hör zu, diese Kobolde greifen nicht an, wenn du ihnen zu nahe kommst. Ah. Ich warte hier und pass auf dich auf. Willst du was wissen? Ja, Mann. Wann lässt du mich in Ruhe? Sind sie gefährlich? Sind sie intelligent? Gehen wir es an. Sind sie intelligent? Was genau sind diese Monster? Sind sie intelligent? Ah, sie sind faszinierend, oder? Sie erinnern mich immer an Wesen aus alten Märchen. Naja. Als sie auftauchten, führte die Regierung allerlei Studien und Experimente durch. Oh mein Gott, die Armen. Sie besitzen eine Art primitive Intelligenz, haben aber keine Emotionen oder ein Gedächtnis. Jedenfalls sind sie streng genommen nicht intelligent, falls du das meinst. Sie haben primitive Intelligenz, aber streng genommen sind sie nicht intelligent. Verstehe ich. Sind sie gefährlich? Können sie sein, wenn man unerfahren oder unvorsichtig ist oder ihnen nicht rechtzeitig eins auf die Rübe gibt. Ja. Solange du sie nicht auf die leichte Schulter nimmst, sollten diese Monster hier aber keine große Gefahr darstellen. Aha, gehen wir es an. Alles klar. Ich bin bereit. Super, schauen wir mal, wie du dich mit einem Schwert anstellst. Okay, Kampfgrundlagen. Leichter Angriff, schwerer Angriff. Okay, das ist ja total einfach und schwer. Schwere Angriffe bedeuten mehr Einsatz und Präzision, aber sie verursachen viel mehr Schaden, holen die meisten Gegner von den Füßen. Ach, das ist schön. Also sie staggern. Verstehe ich. Alles klar. Ah, okay. Wir haben den Kampfring. Oh, schön. Die staggern auch so. Ich mag Spiele, wo man... Oh, und sie machen nicht Schaden, wenn man sie anfasst. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Was ist mit ihm eigentlich? Er hat noch einen Lebenspunkt, hat leichte Panik geschoben. Okay, gut gemacht. Freut mich, dass du auf dich aufpassen kannst. Ist denn die Hälfte des Kampfes nur im Kreis gelaufen? Okay, rudimentäre Intelligenz. Jetzt verstehe ich, was Klaus meinte. Machen wir weiter. Oh, hier liegt Scheiße rum. Monsterzahn wollte ich sagen. Müll, Loot oder so, ne? Auch schön hier, guck mal. Mit Blümchen überall. Ah, jetzt mal ohne Mist die Gegend. Ist schon sehr entspannend, ne? Also, so Dungeon-Gecrawler erwartet man ja eigentlich nicht. So, jetzt kommen wir zu ekligen Schleim-Zysten-Dingern. Aha. Siehst du diese Glibber-Blobs? Ist das der Fachbegriff? Die können dich heilen. Ach was? Schlag sie mit dem Schwert, den Effekt fühlst du sofort. Ah ja, glibberiges Zeug. Wenn du Proto-Monster-Blobs wie diesen hier begegnest, ich muss mir das aufschreiben, das kommt bestimmt später im Test dran. Triff sie mit deinem Schwert oder deinen Magiefähigkeiten, so füllst du deine TP und MP wieder auf. TP und MP! Achso, oben links übrigens, ne? Gehen wir mal ganz kurz durchs Interface. Oben links, wir haben drei Lebensdinger, glaube ich mal, ne? Und vier Mana-Dinger. Auf der rechten Seite haben wir eine kleine Minikarte, Radar, Schrägstrich-Dingsbums, ne? Tag 1, es ist Mittag, wir sind in Hinterberg und wir haben 0 HBS. Ich habe keine Ahnung, was HBS sind. HBs? Ist es nicht eine Kippensorte? Das ist ja auch ganz gut so, dass wir die nicht haben. Okay, TP aufgefüllt, MP aufgefüllt. Ist okay, wir waren eh voll. Ja. Alles klar. Ich finde das ja toll. Alle 5 Meter ein Mülleimer. Ne? Also die kümmern sich ja schon, ne? Glibberiges, schleimiges Zeug, ja. Die Proto-Meta-Blobs. Nee, Meta-Proto-Blobs? Ich habe schon wieder vergessen. Kleiner Tipp: Die meisten Anfänger prügeln nur auf diese Wesen ein, bis sie explodieren. Ey, klingt jetzt nicht falsch, ne? Klappt am Bahnhof auch, ne? Probier mal, ihn im Kampf auszuweichen. Das kannst du dann in Zukunft dann noch gebrauchen, wenn du nicht im Krankenhaus landen willst. Ah ja. Mit B, okay. Du kannst den meisten Angriffen ausweichen, achte aber immer auf deine Ausdauerleiste. Alter, bis jetzt ist es wirklich die Original-Standard-Steuerung für jeden Brawler. Finde ich nicht schlecht. Wir machen einen Purzelbaum. Oh, guck mal. Direkt eins auf die Mütze. Zack, zack. Ich habe übrigens keine... Achso, ich habe Ausdauer. Ach, die Rolle vorwärts, die Purzelbäume, der rennt schon wieder panikmäßig rum, geil. Die Purzelbäume fressen Ausdauer. Wir können also quasi zweimal Purzelbäumen, beziehungsweise dashen. Okay,
Sehr gut, Luisa. Viele neue Abenteurer vergessen gerne, wie wichtig diese Grundlagen sind, sobald sie ihre ersten Magiefähigkeiten gelernt haben. Oh, Magie? Wann? Wie? Wo? Aber deine physische Angriffe und das Ausweichen werden immer wichtig sein. Üb das immer wieder. Mach ich. Mach ich. Alles klar. Wo ist das Loot? Da ist das Loot. Show me the Loot. Monsterzahn. Der zweite schon. Na, oh, Lootkiste. Meine. Meine, 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 meine. Da, schau her. Ja, Gräsi. Da, schau her. Eine Schatztruhe. Fein, das trifft sich ja gut. Hä? Fein. Das trifft sich ja gut, ja. Komisch, dass sie hier steht. Das ist natürlich richtig, ne? Finde ich auch. Aha. Worauf wartest du noch? Los, mach sie auf. Ich finde auch, dass das seltsam ist, dass sie hier steht. Aber ist mir scheißegal. Okay. Gut, gut. Mit dem Fuß. Bei welchem Spiel war denn das noch, wo man die Kisten mit Fuß aufgemacht hat? War das nicht bei Zelda? Ich glaube ja, ne? Nicht schlecht, 500 Hinterbongs. Excuse me? Hinterbongs zahlt man hier nicht mit Euro? ich liebe jetzt schon, ich finde das faszinierend, diesen Mischmasch, diesen Mix aus originell Alpen, ja? Und dann mit diesem Fantasie, mit dem Fantasiegedöns da rein. Zahlt man hier nicht in Euro? Nicht für Tränke, Ausrüstung und so weiter. Bürgermeisterin Wagner hat ihre eigene Währung eingeführt, damit keine Abenteurer hier einen unfairen Vorteil haben. Das ist gut. Das ist gut. Keine Sorge, die Restaurants nehmen trotzdem Kreditkarten an. Aber keine Euros. Machen wir weiter. Dungeon ist gleich um die Ecke. Okay. Alles klar. Mit Geländer. Aber nicht barrierefrei. Ich sehe Stufen. Da ist es. Dein erstes Dungeon-Portal. Ich bin gleich hinter dir. Du hast deine Dungeon-Tempelbuch. Du hast dein Dungeon-Stempelbuch, nicht Tempelbuch. Oder am Ausgang bekommst du deinen Stempel. Es gibt Stempel. Abschließend von Dungeons. Ich hätte lieber gerne so Rucksackmarken, ne? Also so Aufnäher. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Hol dir deinen Stempel, wenn du den Ausgang erreichst. Ausrufezeichen. Aha. Davor aktiviert sich das Portal zum Verlassen des Dungeons. Nicht noch Fragen? Warum muss das unbedingt so jedes Mal erwähnen, wenn der Ausgang eh erst aufgeht, wenn man den Stempel geholt hat? Was hat der Ausgang mit dem Stempel zu tun? Anyway, noch Fragen? Nee, nur die eine oder andere. Wie war das nochmal mit dem Stempel? Achso, erklär mir nochmal ein Stempelbuch. Du stempelst. Okay, alles komisch, schon klar. Wir können ein andermal drüber sprechen. Bisher gibt es noch mehr dazu, außer Stempel? Punkt. Jetzt solltest du dich erstmal konzentrieren. Schaffst bis zum Ausgang, hol dir einen Stempel, sonst kommst du nicht aus dem Dungeon raus. Okay, wie sieht es drinnen aus? Ach komm. Sind diese Portale ungefährlich? Warum sollten sie gefährlich sein? Ich werde reingehen. Okay. Ich gehe rein. Alles klar. Also gut, sobald du drin bist, komme ich nach. Aha. Der Neuling geht vor. Okay, hier ist nochmal so eine Proto-Glipperblobs. Okay. Ah ja, betreten. Das ist ja schon wieder sehr interessant. Aus diesem Portal dringt eine absolut dämonische Hitze. Bin ich dafür wirklich bereit? Ja, Mann. Anders kommen wir hier nicht weiter. Den Dungeon betreten? Dabei vergeht Zeit. Ah ja. Nur nicht zögern. Zack. Aha. Die üblichen Wiener Dungeon-Portale. Das ist wirklich außergewöhnlich. Aha. Ja, plötzlich fliegen hier Sachen durch die Gegend. Wenn ich daran denke, wie ich gestern an meinem Schreibtisch saß und unbedingt woanders sein wollte, jemand anders sein wollte, das ist mir wohl perfekt gelungen. Ich bin nicht mehr wiederzuerkennen. Wieso? Warum steht die Bank an der Wand? Das ist da hinten. Anyway. Wo ist der Klaus? Wo bleibt Klaus? Er sollte doch schon hier sein. Vielleicht sollte ich mich alleine umsehen. Ich meine, besser als rumstehen. Also war schön hier. Mit dem Teich. Und auch hier wieder ein sehr handliches Geländer. Ein paar Banken. Und Wiese, die... Ach nee, ist eine Hecke. Ich wollte gerade sagen, Wiese, die aufwärts wächst. Können wir uns auf die Bänke setzen? Das wäre jetzt doch das Ultimative, ne? Wir können die Bänke aber auch nicht kaputt machen. Okay. Ist schon schrecklich bunt. So, aber jetzt mal... Oh, ah, okay. Wir können nicht springen, aber Stufen werden automatisch genommen. Und hier haben wir die typische Vogelkacke an Sachen, wo wir hoch können. Okay. Und diese Bank finde ich nicht normal. Naja. Wenn man unten keinen Platz mehr für Bänke hat, dann klebt man die halt an die Wand.
schönes Tor. Luisa, hier bin ich. Warum? Alles klar, der Dungeon sieht anders aus. Und das Portal hat mich auch woanders hingebracht als üblich. Ach so, das war nicht normal. Pass auf dich auf. Ich versuche weiter vorne zu dir zu stoßen. Warum kommst du nicht einfach runter? Ach so, na gut. 5 Meter hier, alles klar. Ah, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Zeichen, wenn da Leute rumstehen, die auf die Fresse wollen. Und hier hinten haben wir, halt doch sofort gesehen, durch die Vogelkacke. Zeug. Ach so, das sind die HBs. Ah, Hinterbergbonds. Ah ja, 640 haben wir jetzt oben rechts, aber keine Karte mehr. Einzigartige Gegenstand. Was für eine Gedenkmünze? Ach so, okay. Ich sehe schon, hier sind wieder ständig Sachen im Weg. Moment, warte. Machen wir jetzt gerade mal. Wo ist denn das, was ich jetzt hier suche? Nee. Event Trigger. Irgendwas wollte ich gerade nach oben schieben. Der Chat ist ja jetzt oben, ne? Warte mal, hier muss ich mal gerade ein bisschen runter tun. Dann tun wir nämlich mal. Sorry für die kurze Unterbrechung, aber es geht mir immer wieder irgendwie auf den Keks, wenn die Achievements nicht ordentlich zu sehen sind. Event-Ticker. Ach, da ist er. Okay. Na toll, da oben ist aber auch ein Weg. Toll. Schöne Sache. Irgendwas ist immer. Dann machen wir das einfach mal hier rüber. Passt schon. So, ist okay. So, der letzte. Okay, nur Ochi ist wichtig. Gut. Jetzt haben wir hier unten rechts frei für die Achievements. Gut, anyway, wir haben uns noch gar nicht das Menü angeguckt. Wir haben einen einzigartigen Gegenstand gefunden, speichern im Dungeon nicht möglich, da haben wir unsere Ansehen, Unterhaltung, später. Karte nicht verfügbar, Inventar. Denke, sonstiges, Ausrüstung, nee. Stempelbuch? Hä, was? Achso, hier, Stempelbuch. Aha. Gefängnisinsel, Anfänger-Dungeon oben links. Habe ich eine Maus? Ich habe einen Mauszeiger, also ich liebe es. Wenn man so Spiele hat, mit Controllern trotzdem immer schön einen Mauszeiger hat. Nicht abgeschlossen, okay, gibt ja den einen oder anderen Dungeon hier. Wer hätte das erwartet? So, aber ansonsten, ich hätte jetzt gerne diesen einen Gegenstand angeguckt, den ich gerade aufgehoben habe. Schwert, Oberkörper, Leggings, Polster. Interessant. Monsterzähne, wir haben schon 5. Geschenke, nein, doch. Hier, Münze, Anfänger-Dungeon. Eine Gedenkmünze, die du in einem Dungeon gefunden hast. Okay, einzigartiger Gegenstand. Wenn es in jedem einen gibt, finde ich das sehr lustig. Ist wahrscheinlich so optional. Aber wenn man die Münze nicht hat, fühlt man sich bestimmt nicht vollständig. Okay, hallo ihr da. Auf Gegner zielen. Ziel anvisieren, rechter Trigger. Ziel wechseln mit dem rechten Stick. Du kannst dich auf einen Gegner konzentrieren, indem du ihn anvisierst. Wechsel das Ziel, um den Fokus zu ändern. Passt schon. Ja, läuft. Die sind größer, die Kunden, ne? Als die anderen, oder? Alter, die schmeißen mit Sachen. Außerdem haben die Masken auf. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Warum haben die Masken auf? Vor allen Dingen hässliche Masken. Sind die unter den hässlichen Masken noch hässlicher? Monsterzähne. Okay, hier hinten haben wir wieder Glibberblobs. Proto. Irgendwas. So, noch ein Monsterzahn, ein wenig Kohlen. Bisher sehr standardmäßig, aber wie gesagt, ist ja Tutorial. Da hinten schweben Inseln und so, ich weiß nicht, wie er geparkt hat, aber. Beziehungsweise wieso er da geparkt hat, aber naja, achso, übrigens nur 80. Hier drüben bin ich, noch immer keinen Weg runter zu dir gefunden. Da vorne musst du ein paar Mal springen, aber das packst du schon. Aha. Oh, springen und klettern. Von Vorsprung zu Vorsprung klettern. Lauf einfach über eine Kante, um abzuspringen. Luisa hält sich einen Vorsprung fest, falls sie welche erreichen kann. Von dort aus kannst du von Vorsprung zu Vorsprung klettern. Ah, Masken, die wollen dich nicht anstecken. Oder so. Das wäre natürlich auch eine Erklärung. Okay. Das sind ja voll die Hindernisse hier. Okay, wir könnten jetzt runterklettern. Wir können aber auch einfach rüberspringen. Alles klar. Ich guck trotzdem in jede Spalte rein, weil könnte ja Glumbo unten rumliegen. So, und jetzt haben wir das hier. Rüber.
Der übliche Kletterspaß. Achso, und wenn ich nach oben links und oben rechts gucke und zeige, dann sehe ich da den entsprechenden Trigger. Ah ja. Oh, okay. Ach, schöne Wolken eigentlich, ne? Hat schon was. Hat schon was. Also die ganzen grimmigen Dungeon Crawler. Und so weiter, ne? Also da ist das hier erstmal eine schöne Abwechslung. Hoch, was ist denn jetzt los? Hast du das gespürt, wie die Erde bebt? Mhm. Das fühlt sich komisch an. Wir dürfen nicht trödeln. Pass auf dich auf, okay? Das fühlt sich komisch an. Wenn die Erde bebt, ist nie ein gutes Zeichen. Vor allem, wenn ich da schwebende Autos und so weiter sehe. Beziehungsweise Sachen mit Autos. Was ist er für einer? Ein Grottenolm. Der lässt sich nicht so einfach staggern. Ui, Runde 2. Es gibt also multiple Wellen pro Kampf. Auch nicht schlecht. Der hinten hat schon wieder nichts zu tun, okay. So, haben wir. Habe ich irgendwo ein Monsterpedia-Dingsbums? Mir ist jetzt keins aufgefallen, aber ich hoffe, wir finden irgendwie die Möglichkeit oder bekommen irgendwie noch die Möglichkeit, eine Übersicht der Monster, die wir dann letzten Endes noch kennen, zu erhalten. Oder so. Das war mir doch irgendwie klar. Ah ja. Also ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel erwartet habe, außer das, was ich auf den Screenshots gesehen habe. Aber bisher gefällt es mir wirklich sehr gut. Und es ist tatsächlich nicht so chillig, wie ich gedacht hatte. Es ist schon ein rudimentär gutes Kampfkonzept. Macht Spaß. Wenn ich das jetzt auf schwer spielen würde, glaube nicht, dass mir das gefallen würde. Vor allem so später. Ich meine, wie gesagt, Tutorial 500 HB ist okay. Hier rüber geht's auch noch. Und achso, da muss ich sogar rüber. Da schwebt auch wieder. Was ist denn das? Ein Hydrant? Keine Ahnung. Ich finde die Idee auch sehr nett. Also die Idee Mix Alpen und Dungeon. Ne? Hat was. Hat ein bisschen mehr zu tun als Skifahren. Große Ziegenstatue. Und diverse von denen hier, okay. Soll ich direkt mal kaputt machen hier. Kann ich eigentlich auch rennen? Warte mal. Ach, tatsächlich, okay, mit dem linken Stick. Ich verstehe. So, ja, 2 von 3. Ach so. Ich wollte gerade sagen, da oben geht es nicht hin. Da sind Steine im Weg. Dann halt eher hier. Okay. Na, wenn das nicht Foreshadowing vom Boss ist oder sowas. Das wäre jetzt cool. So Riesenbosse. Na, okay. Die nächste große Statue. Bitte nicht alle auf einmal. Ich muss mal gucken, ob es zu dem Spiel den Soundtrack zu holen gibt. Ist ja sehr entspannt. Hey, hier drüben. Ach nee, ich komme von hier nicht zu dir. Du musst alleine weiter. Mach ich doch die ganze Zeit schon. Komm mal klar. Beeil dich, dieses Erdbeben gefallen mir gar nicht. Oh, da steht beim Ausgang. Stamp Station. Ah ja. Bevor ich nicht stempele, komme ich nicht aus dem Dungeon raus. Da war gerade ein Verkehrsschild 80. Also 80 km/h möchte ich da nicht fahren. Nee, ne? Vor dem geparkten Auto vorne auch schon, ja. Oh. Okay. Hier scheint es ja bunt zu werden. Was zur Hölle? Ah ja, ach jetzt, ja. Ja, na super. Oh, niederer Krampus, Tentakel bewährter Erzfeind des Anfänger-Dungeons. Excuse me? Der niedere Krampus. Ah, was? Komm ich. Ah! Oh Gott, warte mal. Keine Ausdauer. Ich komme hier trotzdem durch. Okay. Ach so, ich muss ihm die Platte wieder auf den Kopf hauen. Verstehe, ich verstehe. Vogelkacke, immer der Vogelkacke nach. La la la. Darf ich mal durch, bitte?
Der guckt mir so gemein hinterher, ne? So kann ich ihn nicht hauen. Interessant. Slash the tentacles. Hört das Willen. Ja, auf die Rübe. Und jetzt kriegst du schön eins ins Gesicht. Ja. Da geht er krachen. Oh. Der niedere Campus. Luisa, jetzt beeil dich endlich. Entschuldigung, ich hatte ja zu tun. Reiß dich zusammen, ich stürze alles ein. Los. Kann ich schneller laufen, bitte? Oh, nicht anvisieren. Ich würde ja gerne schneller laufen, aber irgendwie tut sie jetzt gerade nicht schneller laufen. Stürzt alles ein. Aha. Alter, da wollte ich gerade lang. Ey, so viel zu chillig. Dein Stempelbuch. Ohne Stempel kommst du nicht aus dem Dungeon. Gib mir sofort dein Stempelbuch. Hast du also kein eigenes? Oh Gott. Immer noch am Zittern. Schließ den Anfänger-Dungeon ab. Okay. Zack. Danke. Krasser Auftakt. Zu laut? Nee, ne? Geht, oder? Aber wenn wir nur rauskommen, wenn wir am Ende stempeln, kommt Klaus dann raus. Klaus dann raus? ja, der hat ja schon gestempelt, ne? Klaus will unser Stempelbuch, damit er rauskommt. Da, genau. wirf mir erst die Lampe zu, ne? Ja, ja. Den kenne ich schon. Manuell speichern, ja. Okay. Unser erster Speicherstand. Oh. Ich helf dir raus, aber wirf mir erst das Stempelbuch zu. Okay, achso, Abend, passt schon. Dankeschön. Na, oh, meine Güte, Fräulein, Sie haben uns einen schönen Schreck eingejagt. Oh Gott, was machst du in meinem Zimmer? Beziehungsweise, wo bin ich? wo bin ich, genau. Wo, wie, was, wann? Ja, ja, in Ihrem Zimmer. Ach so. Klaus hat Sie nach dem Erdbeben hergebracht. Und die Ärztin auch. Sie hat sie untersucht und meint, sie werden sich erholen. Na, dann ist ja gut. Er hat uns doch gezwungen, zum Klaus zu gehen. Jetzt mal ohne Mist, ne? Schadensersatz. Sofort. Kostenloser Urlaub. Dankeschön. Und ein Brötchen. Ich lasse Sie mal in Ruhe, Fräulein. Da wird auch Zeit. Melden Sie sich bei der Rezeption, wenn Sie etwas brauchen. Die guckt so ein bisschen anstrengend, ne? Tag 1. Abend. Ah ja. Schick. Schon schick, ne? Nachrichtensprecherin. Die Lokalnachrichten. Ein kleines Erdbeben hat heute Nachmittag das Dorf Hinterberg erschüttert. Hinterberg ist als Zentrum der Magie bekannt, seit vor etwas mehr als 3 Jahren seine 25 Dungeons aufgetaucht sind. Bürgermeisterin Karin Wagner hat heute Abend Stellung genommen. Meine Experten haben die Lage untersucht und alles ist in bester Ordnung. Ja, der Boden hat ein bisschen gewackelt. In Hinterberg geschehen jeden Tag ungewöhnliche Dinge. Ist das ein deutsches Spiel? Ich habe absolut keine Ahnung. Ach doch, am Anfang, das habt ihr glaube ich nicht gesehen, oder eventuell doch, eventuell wurde es eingeblendet, gefördert von irgendwas, deutsches oder österreichisches oder sowas, Mediendingsbums, ja, also ich glaube es ist ein relativ deutsches Spiel. Welche Stellung? Den Angry Pirate. Mit Stellung eingenommen. Arr. Ja, der Boden hat ein bisschen gewackelt, im Hinterberg geschehen jeden Tag ungewöhnliche Dinge. Arr. Wir schränkten den Zugang zu einigen unseren Dungeons ein, während wir die Lage untersuchen, aber es scheint, als wäre nichts und niemand zu Schaden gekommen. Oh Gott. Rückenschläfer. Mein Beileid. Heute Nacht kriege ich garantiert kein Auge zu. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich, wie der Boden unter mir zerbröckelt und ich um mein Leben laufe. Ich brauche was zu trinken. Erstmal ordentlich einheben, genau. Österreich, ach guck. Wer hätte das erwartet? Ich brauche ein Zugticket. Ich muss in einer Anwaltskanzlei arbeiten und ein normaler Mensch sein. Okay, Heimweh. Ist nur Heimweh. Geht weg. Oh. Die Abendluft ist angenehm frisch. Der Wind trägt den schiefen Gesang betrunkener Abenteurer zu mir. Okay. Erst setzen sie ihr Leben aufs Spiel und dann gehen sie feiern. Ich könnte das nicht. Was? Sie sitzt auch gerade mit dem Bier da. Harter Tag. Sie schon wieder.
Ja, wie, was, warum? Generell, ja, hat sie einen Bananenanhänger im Hals? Interesting. Das Spiel fühlt sich mit seinen kniffligen Rätseln und fordernden Kämpfen an wie eine typische Zelda, bringt aber mit dem Österreich-Setting und dem individuellen Grafikstil viele eigene Ideen mit. Okay. Ja, Zelda in Österreich, ne? Tschüss. Passt ja. Ey, das wäre es doch. The Legend of Prinzessin Sissy. Oder so, ne? A Link to the Sissy. Ja. Das kann man so sagen. Deinen Blick kenne ich von zig Abenteuer-Anfängern. Er bedeutet immer dasselbe. Das war ein Fehler. Ich hatte mich auf dieses Erlebnis gefreut. Ich hatte also auf dem Urlaub, ja. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wie kann das hier überhaupt legal sein? Es bringt die Kohle rein, ganz einfach. Alter, setz dich doch. Was dagegen, wenn ich mich setze? Ja, anscheinend nicht. Ich durfte nicht mal antworten. Du warst also beim Erdbeben im Dungeon? Wow, das nenne ich einen schlechten ersten Tag. Ich bin um mein Leben gerannt. Wo warst denn du? Ich will nicht drüber reden. Ich meine, der ganze Dungeon ist eingestürzt. So viel Angst hatte ich noch nie. Ja, ich war auf dem Doberkogel. Excuse me, wo, was? Das klingt nach was zu essen. Irgendwas mit Grießbrei. Hat ganz schön gewackelt. Ja, Grießbrei, ich sag ja. Du hältst dich also nicht für unverwundbar und du siehst nicht aus wie jemand, der das alles machen würde, um einen Haufen Klicks zu sammeln. Nein, nein, mache ich nicht, nein. Was genau hast du gedacht, was du hier hervorfinden würdest? Oh, ich war voll in meinem Trott. Ich glaube, mir ist es einfach zu viel geworden. Dazu will ich aber lieber nichts sagen. Warum tragen die alle so Bomberjacken? Um cool zu wirken bei den anderen Kids. Außerdem Bomberjacke, hallo? Anders würde ich auch nicht in Dungeon reingehen, ja? Vielleicht mit einer ordentlichen Lederjacke oder sowas, aber ist halt robuster, ne? Aber Bomberjacke ist, glaube ich, nicht robust, die ist nur aufgepluscht hat, ne? Irgendwie so. War voll im Trott, ja. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du in deinem Leben immer die vernünftigen Entscheidungen getroffen hast und das alles irgendwie zu nichts geführt hat? Nein. Aber trotzdem nicht. Nee, kann ich nicht behaupten. Ich habe einfach ständig von diesem Ort gehört und mir gedacht, da passiert etwas Großes. Und dann bin ich zum Friseur und dann bin ich hergekommen. Ja. Weil ich wollte ja cool wirken bei den anderen Kids. Vor allem mit der Nietenjacke. Sollten sie daraus doch einen Vergnügungspark machen? Mir egal, aber echte Magie, das ist ein Riesending. Wenn irgendwo was Großes passiert, will ich da sein. Ah ja. Pass auf, morgen wirst du deinen ersten Zauber lernen. Du tu wenigstens das, bevor du wieder abhaust. Erster Zauber. Die Magie hat etwas Ursprüngliches an sich. Sie verleiht dir Fokus, ein bisschen so wie bei einer Meditation. Nichts für ungut, aber du siehst aus, als könntest du das gebrauchen. Eine Meditation. Stuig? Wunderschönen guten Morgen, Tom. Na, gar nicht so spät. Und jetzt hast du den Anfang verpasst. Obwohl wir über die Einstellung gelabert haben am Anfang. Aber viel hast du nicht verpasst. Also, wir sind die Luisa, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und wir sind eigentlich Anwaltsgehilfen, brauchten aber ein bisschen Pause, haben gehört, dass in den Alpen im Dorf Hinterberg sich paar 20 Dungeon aufgetan haben. Warum auch immer. Mit Magie und dem ganzen Korbzeug dazu. Ja. Und dachte mir, hey, ein bisschen Urlaub kannst du brauchen. Ne? Und dann sind wir hier hin und wir sind schon durch den Anfänger-Dungeon durch. Haben den Klaus kennengelernt, den bärtigen Fremdenführer hier. Und außerdem hat sich Alex uns aufgedrängelt, die uns jetzt hier die ganze Sache nochmal schmackhaft machen will. Wahrscheinlich ist sie auch, wird sie auch irgendwie dafür bezahlt, die Anfänger hier bei Stange zu halten oder sowas. Alles nur Intrigen, ja. Tom, wir sind in Wien und haben den dritten Messnerbruder getroffen. Wir bekommen keine Sachertorte, aber Sissy ist eine Killermaschine. Exakt, anders hätte ich es nicht beschreiben können. Gib den ganzen noch zwei Tage Zeit. Glaub mir, dir entgeht sonst etwas. Alles klar, machen wir. Erstmal pennen gehen. So, Tag 2, morgen. Also, jetzt heute, ne? Letzte Nacht habe ich tief geschlafen, so tief wie schon lange nicht. Nennt sich Koma. Normalerweise träume ich nur von mir selbst. Aha, von mir an der Uni, von mir im Büro, davon mir meine Mitbewohnerin Carol von ihrem... Tag erzählt. Letzte Nacht habe ich gar nicht geträumt. Ich war einfach nicht da. Ich fühle mich so erholt. Ich kenne das Game schon aus guten Rezensionen bei Kotaku und so. Ah, okay. Also bei Kotaku hatte ich auch davon gehört. Hab mir dann so ein paar Screenshots und so weiter angeguckt und dann hab's aber soweit sein gelassen auch, ne? Gut.
Okay. Ich habe das hier gebucht. Ich habe dafür bezahlt. Etwas in mir hat gedacht, dass ich das brauche. Ich werde zur Abwechslung auf diesen Teil von mir hören, herausfinden, was passiert. Und sie ist schon wieder direkt. Die hat doch direkt darauf gewartet, ne? Wird auch Urlaub machen. Ja, ne? Mit Monster verkloppen. Unbedingt. Schau an, wer ihre Koffer noch nicht gepackt hat. Ah ja. Ich habe beschlossen, erst einmal nicht in der Kanzlei zurückzukehren, stattdessen noch ein bisschen hier zu bleiben. Freut mich, das zu hören. Freut mich, das zu hören. Oben auf dem Doberkugel ist ein Dungeon, der perfekt für die ersten Zauberversuche ist. Ich zeichne ihn auf deiner Karte ein. Warum nimmt mir jeder meine Karte aus der Hand? Monster kloppen in der Idylle. Ja. Nimm die Seilbahn rauf auf den Berg. Juhu, Seilbahn fahren. Dann musst du nur ein kurzes Stück wandern, ein paar Monster, ein paar Rätsel. Das kriegst du locker hin. Erzähl mir davon, erzähl mir dann, wie es war, okay? Mach ich. Neue Mission. Anfänger. Ja, das ist wirklich ein Bananenumhänger, ne? Seltsam. Oh, Doberkugel, Hinterwald, Kolmstein und Brünnelsumpf. Und hier haben wir. Ich habe eine Maus. Hier haben wir verlassenen Minenschacht. Ich nehme an, das ist das, was wir machen sollen, ne? Ach so, mein Angriffslevel 1 und mein Verteidigungslevel 1. Und hier haben wir die Herausforderung, nehmen wir an. Okay, das heißt, wir sind hier voll gut dabei mit den ersten drei, dem verlassenen Minenschacht, der riesigen Höhle und dem Gelee-Tunnel. Der gute Gelee-Tunnel. Mensch, Mensch, Mensch. Eine gemütliche Wanderung über allen Wiesen. Na, oh, eine abgeschlossene Dungeons. Ein abgeschlossene Dungeons. Okay, das ist von uns generell. Und Hinterwald? In diesem Gebiet werden noch Reparaturen vorgenommen. Oh, der Hinterwald muss repariert werden. Aha. Und genauso der Kolbstein und der Brunnelsumpf auch. In diesem Gebiet werden noch Reparaturen vorgenommen. Ah ja. Sumpfig praktisch gut. Schnee? Oh, das sieht aber auch krass aus. So herbstlich, ne? Freue ich mich drauf. Okay, hey, alles klar. Doberkugel. Jawohl. Hanna verkauft ausgewählte Angriffsleiter, Amulette, Schwertverzauber in ihrer Schmiede. Das sind drei Begriffe dabei, die ich noch nie gehört habe. Tag 2, Mittag. Oh Gott, das war eine lange Gondelfahrt hier. Angriffslevel Noob, Verteidigungslevel Noob. Voll Noob, ja, aber sowas von. Neuer Schnellreisepunkt freigeschaltet, Bergstation. Ach, das sind die Schnellreisepunkte. Ah, hier hinten liegt Zeug. Das setzt schon wieder das Skyrim-Gefühl ein, ne? Guck mal hier. Oh, nee, ich muss da lang, aber guck mal da. Achso, und hier geht's zurück, ne? Zurück nach Hinterberg. Hier ist ein Automat außer Betrieb. Das fängt ja gut an. Okay. Ja. Bergstation. Ah. Und da steht einer. Und hier liegt Zeug. Warum geht denn jetzt wieder rennen? Vorhin, als ich hätte rennen sollen, hat's nicht geklappt, ne? So, und du so? Ich habe schon 3 der 7 Dungeons an Doberkugel abgeschlossen. Ist also auch noch ungefähr auf Level 1, okay? Hoffentlich finde ich heute den 4. Ja, aber nicht, wenn du rumstehst. So, okay, dann doch mehr Gelumpe. Hier liegt überall Gelumpe rum. Müll. Ich habe Müll aufgesammelt. Aha, offiziell bezeichneter Müll. Oh, und was haben wir hier? Kittyland. Was? Damit auch die Kleinen morgen noch kräftig zuhauen können, ja. Grüß dich, Abenteuerin, meint Marina. Willkommen am Doberkugel, wo der Tatzelwurm buddelt. Moment, den Satz muss ich nochmal lesen. Willkommen am Doberkugel, wo der Tatzelwurm buddelt. Also Tatzelwurm ist die deutsche Variante der Fantasy-Gestalt quasi Drachen, ja. Also Laufdrachen sind das quasi. Die Tatzelwürmer, soweit ich weiß, hatten keine Flügel. Ein Artikel nannte das Roy-Lichtenstein-Optik und ich so, nee, das ist der mit dem Comic-Raster, was ihr meint, ist Möbius. Beides, würde ich so sagen. Also Möbius, ja, schon, ne? Obwohl, der hat auch sehr filigran noch alles gezeichnet, ne? Will ich mir gerade ein weniger Rundung, oder ich verwechsel es gerade mit ihm. Anyway, aber ja. Was ist das für ein Ort? Was genau ist das für ein Ort hier? Das hier ist unser Kinderbereich. Wenn man ein Profi werden will, muss man schon früh anfangen. Also nicht so wie du. Ah, die Leute bringen ihre Kinder hierher. Das ist das Bälleparadies der Zukunft, ja. Ich weiß, ist das nicht super? Die frische Bergluft, körperliche Anstrengung und die Kleinen kriegen so große Augen, wenn sie einen Percht sehen. Ein was zur Hölle? Moment, ist das dein erster Tag? Die guckt so...
absolut bezahlt fröhlich, ja. Der zweite Tag. Mein erster Tag oben in den Bergen. Ja. Heute ist mein erster Tag hier draußen. Gestern habe ich einen Anfänger-Dungeon gemacht. Wow, also hast du noch keine Zauber ausprobiert? Der Gesichtsausdruck. Wer hat den Film Red geguckt? Da ist auch eine dabei, die ganze Zeit in Latzhose rumrennt und sie hat exakt dieses Gesicht, ne? Tatzewürmer sind eine Art Drachen. Es gibt da noch Würm und Leviathane, also Unterarten des Oberbegriffs Drache. Klugscheißer-Modus aus. Nee, ist ja angebracht. Alles gut. Ich kenne tatsächlich auch bloß den Tatzelwurm von, wir haben früher als Familie auch immer ganz oft Urlaub in Bayern gemacht. Und da gab es auch mal so Tatzelwurm-Gedöns, ja. Der Würm, ja. Und Leviathane sind definitiv die, dann durch die Gegend fliegen. Das sind ja auch, glaube ich, die größeren, ne? Bei Terry Pratchett wird auch noch ein Würmberg mit Drachen, von Drachen bewohnt, ja. Also, ja, irgendwie so, ne? Gut. Das ist so aufregend. Das ist wirklich exakt das Gesicht von der aus dem Film Red, ne? Du musst diesen Weg darunter. Bis zum Fähigkeitenschrein ist es wirklich nur eine kurze Wanderung. Aha, Fähigkeitenschrein. Ein Fähigkeitenschrein, was ist das? Da kriegt man Fähigkeiten, ja. Da kriegst du eine Kräfte für dieses Gebiet. Eine echte Magiekraft. Aha. Sie hat eine Gürteltasche, wo Slay draufsteht. Außerdem hat sie einen Anleher auf der Brust, wo Steph drauf ist. Interessant. Gut. Hey, wenn das dein erster Tag hier oben ist, gebe ich dir ein paar meiner Heiltränke. Ich werde sowieso den ganzen Tag nur arbeiten. Da brauche ich keine Heiltränke. Ah ja. Kleiner Heiltrank mal 3. Okay. Oh. Auf diesem Bildschirm kannst du die Schnellzugriffplätze für Tränke festlegen. Tränke in deinem Inventar werden oben aufgelistet. Siehst du die Tränke, die Marina dir gerade gegeben hat? Ja. Es gibt 3 Schnellzugriffplätze, jeder Platz kann. Du kannst schnell von einem Platz zum anderen. Ist okay. Ich glaube, das verstehe ich. Hier, wähle Platz 1. Achso, mache ich. Zack. Alles klar. Die Tränke liegen jetzt auf Platz 1. Du kannst sie jederzeit verwenden, auch außerhalb des Kampfes. Du kannst das Fenster jetzt schließen. Mache ich. Ausgezeichnet. Gut. Sehr gut. Viel Spaß. Das wird so cool. Mhm. Ich will auch so eine Gürteltasche, wo Slay draufsteht. Kiddyland. Okay. Mit Akkordeon. Ja. Und der ist ein bisschen dreckig, der Typ. Und Pylone. Und hier Holzschwerter. Und Helme. Ja, natürlich. Schutzhelme. Fahrradhelme. Herrlich. Herrlich. Slay safe. Oh. Stay safe. Mit Tiroler Mütze auf und Keule. Ach nett. Kann ich die hauen? Ich kann die nicht hauen. Kann ich dich hauen? Dich kann ich hauen. Und ich mache 15 Schaden. Und 8. Okay. Interesting. Der tolle Angriff macht 16. Und 16. Und 20. Herrlich. Herrlich. Wie hat sie die genannt? Weil man jetzt mal ohne Mist, habe ich irgendwo ein Bestiarium. Missionen und Stempelbuch. Nee. Kein Bestiarium. Schade. Schade. Kommt vielleicht noch. Okay. Also hier, verlassener Minenschacht, Fähigkeitenschrein. Ah, schön mit Wegweisern. Mein Gott, dieses Spiel. Das ist so absolut tourismusmäßig. Ich glaube, da hinten ist das, wo wir hin müssen, ne? Herrlich. Sieht gut aus. Kühe! Hier sind Kühe. Oh. Und sie machen Bing, Bing, Bing. Diese Kühe sollte ich besser in Ruhe lassen. Ich will bloß gucken. Die liegen ganz unauffällig im Weg rum. Bäh. Silber. Buh. Bäh. Achso, das ist die Seilbahn. Aha. So, verlassener Minenschacht. Ich glaube, das ist ganz gut. Wir sind beides in der gleichen Richtung, wo wir jetzt hin müssen. Das sieht absolut sicher aus. Gott sei Dank gibt es hier überall Geländer. Oh. Hey, ihr da. Also irgendwie landen die meistens auf einen Lebenspunkt und rennen dann nochmal schön durch die Gegend. Und der hat irgendwie... Oh, hä? Der hatte gerade einen Lebenspunkt und hat trotzdem dreimal eine einstecken können, ne? Von dem Game haben viel. Je nachdem, dazu müssen wir noch den J-Faktor erklären. Da haben wir nächsten Sonntag was von. Haben wir nächsten Sonntag was von. Hä?
von dem Game haben, wie viel... Achso, also quasi soll heißen, how long to beat, nehme ich mal an, 13 bis 23 Stunden dran. Ja. Gucken wir mal, ne? Ja. Sie schon wieder. Dich kenne ich nicht. Ach nee, ist eine andere. Okay. Bist du auf dem Weg zum Fähigkeitenschrein? Gut geraten, Sherlock. Ja. Viel Spaß. Das war einer der besten Augenblicke meines Lebens, als ich zum ersten Mal Magie eingesetzt habe. Okay. Warum bin ich denn so overdressed eigentlich im Verhältnis zu allen anderen? Ich habe die fetteste Jacke der Welt an und irgendwelche Schulterpolster. Irgendwelche Plastik-Schulterpolster. Sie hatten 3D-Drucker zu Hause, glaube ich. Oh, Schnellreisepunkt freigeschaltet. Okay, die werden also automatisch freigeschaltet, wenn ich daneben stehe. Habe ich gerade was übersehen? Nee, okay. So. Jetzt verdingst es sich. Ach so, okay. Lass mich raten. Ich brauche diese Fähigkeit, die ich beim Fähigkeitsschrein bekomme, um hier durchzukommen. Also es ist irgendwas mit Kabumm. Also wahrscheinlich eine große Bombe. Oder so. Oh. Oh, AI. Hm. Ganz viele Blobs in der Nähe. Und wer ist er denn? Percht, Pitzel, nix. Sagt Albert. Albert mit Glatze und Brille. Und oh mein Gott, mit Karo. Das ist ein Lehrer. der hat ein Jackett an in Karo mit Ellenbogenpolstern. Warum bekommt es eigentlich jedes Popelland der Welt hin, gute Spiele zu machen und alles, was aus D kommt, ist Farming Simulator und irgendwann irgendein Scheißdreck? Hey, hallo, wir haben Gothic. Und davon wird ein Remake gemacht, ja. Und hier, das, was hier Hand of Blood, glaube ich, mit seinem Publishing-Ding jetzt gebracht hat, das habe ich mir übrigens auch geholt. Ich habe den Namen vergessen. Dieses ähnlich wie Dorfromantik, nur ein bisschen strategischer. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Müsste ich auch mal am Montag bringen. Machen wir, glaube ich, nach Dracula mal, ne? Moin, ich bin leider etwas spät, aber ich schaue mir dann das VOD an, denn das LP interessiert mich. Jawohl, Brahma ist einer derjenigen, die mich auf das Spiel aufmerksam gemacht haben, die das gerne gesehen hätten im Stream. Hatte ich schon mal direkt zugesagt, mir das Montag mal anzugucken, hab's mir dann anders überlegt und gesagt, ey, das sieht gut aus, das machen wir am Sonntag, ja. Und wir haben die Siedler. Wir hatten die Siedler. Die neuen Siedler sind scheiße. Die von Ubisoft. Ja. Aber dieses andere Spiel soll ganz gut sein. Aber ich bin nicht so der Siedler-Typ. Dauert mir immer so ein bisschen zu lange. Aber vielleicht bin ich auch einfach von den letzten Siedler-Teilen zu enttäuscht gewesen. Keine Ahnung. Die ersten waren ganz geil eigentlich. So, Perchpitzel nix. Hm. Blutschink. Was? Gesundheit. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Gesundheit, was? Oh, Ihnen auch, meine Liebe. Ihnen auch Gesundheit. Aha. Pitzel, Percht. Ho, 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 was? Ho, Banguas. Ho, ho, Banguas. Aha. Das ist der Fähigkeitenschrein, oder? Muss ich jetzt gerade mal gucken. Nee, ist tatsächlich nicht zu laut. Kommt mir gerade ein bisschen laut vor. Alles gut. So, ich habe gehört, dass ich irgendwie hier in der Nähe Magiefähigkeiten kriege. Und wie das ist. Und was machen Sie hier zur Hölle? Oh. Brahma, vielen Dank für den Sub. Vielen, vielen, vielen Dank für den Sub. Der 13. in Folge. Dankeschön. Hier, halt mal. Halt mal. Mach ich. Ich tue es hier. Lege ich direkt hier auf den Tisch. Ja. Ich probiere dem Schrein eine Reaktion zu entlocken. Eine Reaktion zu entlocken. Das machen wir Wissenschaftler, wenn wir nicht die geringste Ahnung haben, was los ist. Wir plarren Sachen an. Ah ja. Alle Monster hier haben die Form von Fabelwesen aus den Alpen angenommen. Also schreie ich aus voller Lunge ihre Namen, um herauszufinden, ob das irgendwas bezweckt. Das klingt so logisch. Was genau sind Fähigkeiten-Schreine? Aha. Und was machen die? Ah, die Schreine, die sind sie sind Orte der Zusammenkunft. Punkte, an denen magische Energieflüsse aufeinandertreffen und den Menschen Zauber und was weiß ich noch alles geben. Aha. In jedem Gebiet um Hinterberg gibt es andere Zauber und sie funktionieren nur in dem Gebiet, wo man sie erhalten hat. Dieser Schrein zum Beispiel gewährt ihnen Zaubersprüche, die sie nur auf dem Doberkugel verwenden können. Oha. Wie genau bekomme ich diesen Zauber raus? Hä? Der Teil ist ganz einfach. Sie sollten 2 oder 3 Meter vom Schrein entfernt stehen. Sie blicken ihn eindringlich an, so als würden sie in einen gähnenden Abgrund starren. Sie konzentrieren sich und dann passiert's einfach. Aha. Dann passiert's einfach. Kennt man ja. Das ist alles. Es
Oh mein Gott. Bei der Macht von Hinterberg. Ich habe die Macht. Gott. Alles völlig normal. Magiefähigkeit Abrissbirne. Also, das ist wirklich eine Bombe. Okay. Halte zum Zielen die Fähigkeitstaste gedrückt und lass los, um die Abrissbirne zu schleudern. Drücke die Taste erneut, um sie explodieren zu lassen. Ihr Gewicht kann nützlich sein. Achso, wiegen tut sie auch noch was. Es ist wirklich wie Zelda. Hauptfähigkeit. Achso, Fernkampffähigkeit. Magiefähigkeit Kugelkette. Guten Morgen, Cube. Halli, hallo, hallöle. Willkommen im Stream und bei unserem neuen Sonntagsprojekt Dungeons of Hinterberg. Ein Hinterberg, nicht Hinterberg. Halte zum Ziel die Fähigkeiten-Taste gedrückt und lass los, um eine Metallkugel an einer Kette nach vorne zu schleudern. Drücke erneut, um sie zurückzuholen. Ah. Okay, gleich. Ja, es passiert einfach. Und jetzt schlage ich vor, Sie machen sich mit Ihren neuen Magiefähigkeiten vertraut, entlocken Ihnen sozusagen eine Reaktion. Hinterm Berg, mindestens. Berg. Hinter Björk. Sie könnten Ihnen auf gänzlich unerwartete Weise nützlich sein. Na, Sie scheinen sich ja bestens auszukennen. Begleiten Sie mich in den Dungeon? Ah, um Himmels Willen, nein. Bevor ich mich in einen Dungeon wage, muss ich meine Studien etwas voranbringen. Ah. Und mir zumindest ein kleines Schwert herbringen. Ja, tolle Jacke. Okay, wir sehen es jetzt links. Wir haben da... Ah. Okay, achso, und explodieren. Also es ist wirklich wie Zelda, ist ja unglaublich. Und wir können sie sogar positionieren. Na, dann mach... Ah, zerbrechliche Steine, Hauptfähigkeit. Wenn eine Wand seltsam oder brüchig aussieht, sehr brüchig sogar, dann bewege den Abrissbirne in ihre Nähe und lass sie explodieren. Ungefähr so. Zack, verstanden. So, und die andere? Ach so, das ist auf der rechten Seite. Ah. Ah ja. Und die Eier hat jetzt hier mit, ja. Ach, und mit der kann ich auch zielen. Ach, das ist aber nett. Interesting. Geilo. Ja, definitiv. Hilfreich. Das hat jetzt aber keine Magie gekostet, ne? Das kostet gar keine Magie. Wofür ist denn da noch Magie da? Ach so, wir kommen jetzt von hier durch, sind jetzt wieder hier vorne. Alles klar. Wie sieht's denn mit der Karte an sich aus? Ach du Scheiße. What? Okay. Ah, Anfänge. Wir müssen jetzt dahin. Wir sind hier. Wir waren da. Das ist ja doch ein bisschen größer, als ich dachte. Okay, und das ist die eine Umgebung. Für die krassen Zauber. Aber sowas war. So, Mal direkt nochmal. Kriege ich davon Schaden? Nee, okay. Aber die Wand auch nicht. Na toll. Jetzt alles klar. So, okay. Hier fehlt ein Geländer. Kann ich runterfallen? Ich kann runterfallen. Okay. Es hat jetzt aber keinen Schaden gemacht. Und aus irgendeinem Grund habe ich gerade Geld bekommen. Hä? Wir haben 2308 HBs. Hinterblobs, ja. Died. Tot. Tja. Oh shit, he dead. Nicht Jay-Z. Nee. Ich sag ja, Geländer. Geländer sollten überall sein. Sagt Oma auch mal. Vor allem an Treppen. Guck mal, da hinten. Habe ich hier eine Ich-Perspektive? Nee, ne? Schade. Ich würde gerne eine Ich-Perspektive haben. Hallo, Kuh. Oh, ich kann die Kuh füttern. Dieses Spiel ist gut. Kann ich die Kuh streichen? Ich bin Tierliebhaberin. Füttere eine Kuh. Wir haben ein Achievement. Jay-Z, ja? Ist das hier Holz, was ich wegbomben kann? Warte mal. Ich meine, okay, es sieht nicht wirklich aus. Oh, Zeugs. Wir haben Alpsenium haben wir eingesammelt. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir nehmen es mit. Selber Mu. Die liegen hier die. Ey, das ist so schönes Wetter, dass die Kühe tief liegen. Ja. Meine Güte. Habe ich früh manchmal auch, aber wenn ich spazieren gehe. Nur, dass es eine Ziege ist. Wenn die Ziege früh tief liegt, dann ist schönes Wetter. Ja. So, ein weiterer Schnellreisepunkt. Tut sich das hier. Achso, ich wollte gerade sagen, tut sich das hier abzweigen, aber hier liegen schon wieder Kühe im Weg. Lass mich raten, der wird doch gebaut. Da hinten sind Spinnen. Sehe ich doch bis hier.
Aber gut, dass wir da nicht lang müssen. Einmal um den Baum rumrennen. So. Ich wittere Rätsel. Da oben war so ein Hinterblobs. Ein Protoblobs. Und sie hat keine Ahnung, wie es weitergeht, nehme ich an. Oh, hier geht es auch noch nach oben. warte. Wir haben es gleich. Oh, da oben ist die Kiste. Ich wusste es. Neugierde lohnt sich. 3 kleine Heiltränke. Jetzt haben wir schon 6, die wir nicht brauchen. Weil ich einfach mal zu gut bin. Ja, ja. So, hallo. Diese Magiefähigkeiten machen ganz schön was her. Aha. Hast du den Zauber Kugelkette schon gegen diesen grünen schleimigen Ding? Alter, spoiler mir nicht das Rätsel. Toll, okay, ist okay. Hüstel. Gesundheit. Kannst dich tatsächlich zu dir heranziehen. Aha. Danke, ja, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wie cool ist das denn? Ja, so cool, dass es alles, dass er alles verraten muss anscheinend. Das ist die falsche Fähigkeit. Warte, so. Und jetzt ranziehen, ja? Hätte ich jetzt sterben können, wenn ich hier unten gestanden hätte. Man weiß es nicht so genau. Aber oh. Da ist ein großer Typ mit einer großen Nagelkeule. Na gut. Aber wir sind vorbereitet. Kampfmagie. Ja, ich kann den ganzen Scheiß im Kampf aber einsetzen. Ja, habe ich verstanden. Guck mal. Guckt euch das mal ganz genau an da. Ach nee, das ist gar nicht die Lebensenergie. Dass da die 1 steht, das ist deren Level. Ach du Scheiße. Darf ich mal durch, bitte hier durch? Dankeschön. Ich dachte vorhin, das ist die Lebensenergie und habe mich gewundert, warum die Typen so viele aushalten. Aber die wird ja anders dargestellt. Was ist denn das hier? Oh, mal MP aufgefüllt im Kampf. Alles klar. Schon leichte Zelda-Vibes, aber definitiv. Definitiv. Tatsächlich aber, wenn ich meinen Vergleich mal wieder zu Breath of the Wild ziehen darf, besser als Breath of the Wild. Ja. Direkt jetzt schon. Wenn ich mir die Fähigkeitenverteilung jetzt angucke, was der Kollege Professor vorhin gesagt hat, ja, dass diese Kugelkettenfähigkeit nur hier auf dem Doberkugel gilt, das heißt, auf der nächsten Karte kriegen wir eine andere Fähigkeit, dann ist das schon mal eine vernünftigere, eine gesündere Fähigkeiten-Erhalte- und Nutzerverteilung als wie bei Breath of the Wild. Aber naja. Und auch das mit den Dungeons. Also wenn die größer sind als diese winzigen kleinen Puzzle-Dungeons, die wir von Breath of the Wild kennen, dann bin ich absolut glücklich. Ich gehe gerade zurück, fällt mir gerade so auf. Moment, da lang geht's. Jetzt habe ich auch schon wieder geredet, bin gelaufen beim Reden und habe nicht darauf geachtet, wo ich langlaufe. Ich habe aber definitiv Sachen eingesammelt. Gut, apropos einsammeln, die Dinger kann man nicht kaputt machen. Sehr schön, hier gibt's wieder Proto-Blobse, die wir nicht brauchen. Sehr gut. Also ja, wahrscheinlich hätten wir auch auf schwer anfangen können, aber wenn ich auf schwer anfange, habe ich bei meisten Spielen die Befürchtung, dass es im Nachhinein dann wirklich schwer wird. Also schwerer als angenehm, meine ich damit. Und an sich, wie gesagt, heute ist Sonntag und diese Streams laufen am Sonntag, da wollen wir es eigentlich chillig haben und nicht schwer. 9 Dungeon entdeckt und ein Typ, der hier rumsteht. Warum hast du die Nipsis nicht aufgesammelt? Du meinst diese Blobs-Nipsis hier, die füllen deine Magie und MP auf und die braucht man nicht. Wir sind voll, oben links, ne? Alles gut. Oder welche Nipsis meinst du? Habe ich helle Nipsis, habe ich strahlende Nipsis verpasst? Also die dunklen sind Proto-Schleim-Blobse, linksbums, ja, kein Ding, alles gut. So, hier ist eine Leiter und da oben, wir können da nicht die Bombe ranpacken, weil davor ist keine Fläche. Aber okay, ja gut, ich verstehe es. Wir haben einen Flaschenzug, müssen die Bombe da hochbringen, nehme ich mal an. Und das verrätst du bestimmt auch gleich, oder? Das Erdbeben gestern hat hier ordentlich gewütet. Siehst du diesen Steinhaufen auf der Leiter? Der war vorgestern sicher noch nicht da. Aha. Ich hätte mich so auf den Dungeon gefreut, irgendwie muss man doch diese Steine loswerden können. Das sind hier wirklich, also die anderen Abenteuer sind hier echt nicht die hellsten Kerzen auf der Kirche, ne? Torte, meine Güte. Da muss man sonntags einen Ring, Eldenring spielen, total entspannt. Nee, danke. Eldenring im Vergleich zu anderen From-Software-Titeln habe ich noch nicht komplett für mich zukünftig abgeschrieben, ja. Aber
allein die anderen From Software Spiele, ich habe eins davon gespielt, ich habe das erste durchgespielt, den ersten, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mann, weißt schon, hier, Dingens, ne? Und das hat mir gereicht, ne? Bei Sekiro habe ich dann aufgegeben zwischendurch, weil ich habe nicht genug Tagesfreizeit, um mich stundenlang am gleichen Boss lang rumzufrusten, ja? Dark Souls, meine Güte, jetzt. Doom am Sonntag, ja, klar. Ja, obwohl, das soll ja auch relativ entspannt sein, mal von der Hektik abgesehen. Ist eine andere Art von Hektik, ne? Das war zu früh. Dingenbums, ja, mindestens. So, pass auf. Zack. So machen das richtige Leute, weißt du? Und du so? Wow, das war schlau. Ja. Ich bleib besser hier und trainiere meine Magiefähigkeit noch ein bisschen. Muss man lieber deine Kopffähigkeit ein bisschen trainieren. Wenn ich dir so zusehe, wird mir klar, dass ich noch mehr trainieren muss, bevor ich in einen weiteren Dungeon gehe. In einen weiteren Dungeon? Ich dachte, er steht hier am ersten Dungeon rum. Welche hat er denn vorher noch gemacht? Strange. Anyway. So, Oh, die Soundeffekte klappen wieder. Das ist ja lang her, dass das geklappt hat. Oder Tabu wurde längere Zeit nicht eingesetzt. Kann man das, was Tom da als Tabu-Wort geschrieben hat, als Tabu-Wort sehen? Oder ist das eigentlich bloß ein Laut? Wäre jetzt mal so die Frage. Das ist so unfair, wenn solche Sachen genommen werden. Die gehören zu meinem Sprachgebrauch dazu. Nouveau Hard 1000. Wir haben ein Schwert gefunden. Nice. Gut, Scheiße. Da war es drin, weißt du? Da war es drin. Einfach so. So, wir haben übrigens... da war es wieder, ja. Wir haben Luisas Schwert und ein zuverlässiges, ausgewogenes Allround-Schwert, das Anfänger oft ans Herz gelegt wird. Also allen, ne? Luisas Schwert wird allen Anfängern ans Herz gelegt. Luisa hat dieses Schwert mit nach Hinterberg gebracht. Okay. So, und das Nouveau-Hard 1000? Achso, hier sehen wir einen Angriff. Achso, hier haben wir es ja auf der anderen Seite. Physischer Angriff ist dieses Zeichen das erste. Magieangriff ist dieses Zeichen. Und bedeutet das, wenn ich ein anderes Schwert anlege, werden meine Magieangriffe, also die jetzt die Kugelkette, werden die dann stärker? Interessant, weil ich weiß nicht, was das mit dem Schwert zu tun hat, aber okay. Und was das dritte ist, weiß ich nicht. Ach so, Plätze. Slots nehme ich an. Okay, für später. Okay. Bring die Magie im Innern deines Herzens zum Vorschein. Oh, die Nouveau-Hard-Reihe bietet dir verstärkten magischen Schaden und schnellere MP-Regeneration. Es gibt MP-Generation, habe ich noch nicht gesehen. Aber okay. Nouveau Hard. Angelegt. 3 Schaden mehr. Habe ich schon wieder. Frechheit. Dann, ja, Marinda, den schaffen wir heute noch, oder? Aus diesem Portal dringt eine absolute dämonische Hitze. Kenne ich schon. Anscheinend geben diese Schilder Hinweise darauf, wie stark die Monster in einem Dungeon sind. Verlassener Minenschacht. Noob Level 1. Okay, jetzt sind wir übrigens Angriffslevel 2, ne? Der Lösungsstelle ist auch zu fies. in Ordnung. Versuchen wir es mal. Was ist, wenn Luisa dieses Wort sagt? Zählt das dann für mich auch? Okay, ab in den Dungeon. 2-1 Risiko und ein Schluck zu trinken für mich. Ich habe irgendwo im Forum, glaube ich, über das Spiel gelesen, dass es so ein bisschen Persona-Vibes auch gibt, vor allen Dingen was so den Tagesablauf und so weiter angeht, ne? Und so ein bisschen auch den Artstyle finde ich zu weit hergeholt. Hat irgendwie nicht wirklich die Persona-Vibes, jetzt mal von Vormittag, Mittag und so weiter abgesehen. Aber würde ich jetzt auch nicht wirklich der Persona-Reihe von vornherein zuschreiben. Gibt viele visuelle Novellen, die diese Einteilung auch haben, ja, von daher. Dann haben wir denselben Artikel gelesen. Ja, in den Kotaku, ne? Aber ich bin meinen, ich hab's im Forum gelesen. Anyway, Minenschacht, ab dafür. Kann ich schnell runter? Nee, tatsächlich.
Wir klettern ganz normal. Ih, oh, guck mal, Augen in der Dunkelheit. Apropos Dunkelheit, wie hell ist das Spiel? Geht, ne? Geht. Dafür, dass es gecel-shaded ist und relativ hell. Bunt geht's eigentlich, glaube ich. Immer schön verteilen, ne? Jeder kriegt was ab, hier kommt jeder dran. Oh, die auch nochmal, ja, guck mal. Guck mal, was ich hier für habe. Das war nicht zu knapp und nicht zu und nicht zu früh oder zu spät. So, Lore schieben, Zeug. Oh, wir haben Magie. Muss ich das? Hier sind Loren oben in der Decke. Muss ich die runterholen? Kann ich die runterholen? Ich kann es auf jeden Fall runterholen und da ist eine Truhe. Ajani, es war dein Einsatz. Sachen runterholen. Erzähl uns was. Eine zweite Lore. Na toll, aber es ist überall. Ach so, okay. Ah, ich verstehe. Wir haben ein mehrteiliges Schalterrätsel. Ein mehrschalteriges Schalterrätsel. Jay hat runter und sagt: Ah! Exakt. Dankeschön. Ersatz-Jani. Ersatz-Ajani. Meine Güte. Und hier haben wir keine Lore mehr, aber wir haben ja Füße. Sehr gut. Zack. Ach so. Oh, lass mich raten, die Bombe. Ich bin so klug. Ich bin einfach so klug. Und jetzt kann ich es auch wieder aufmachen, ne? Ah, nice. Gab heute schon so viele Bombe. Ja, halt ich mal mich mal zurück. Musst du nicht. Alles gut. Who the shit is you? Der hat ein T-Shirt mit dem Wort Steaks drauf. Er ist mir sympathisch. gibt es eine Schlange für diesen Dungeon? Stellst du dich an? Wie, der stellt sich ganz schön an, oder? Nett, dass du fragst, aber nein, ich arbeite gerade. Rumstehen? Ich schreibe einen Artikel über diesen Abenteuertrend. Aha, für das Magazin Krukt. Du hast wahrscheinlich davon gehört. Also gehst du nicht rein? Willst den ganzen Tag Nachmittag hier rumstehen? Hipster Travis. Zumindest hat er an was um den Hals gedacht. Kann ja auch zugig hier werden. Du willst also den ganzen Tag hier rumstehen? Ich bin vertraglich verpflichtet, 3 Dungeons zu betreten, aber nirgends steht geschrieben, dass ich sie auch abschließen muss. Ach, schön. Das erzählte eine Anwaltsanwärterin, ne? Aber hey, ich könnte einen Augenzeugenbericht gebrauchen, falls du tiefer reingehst. Aha. Ich soll also deine Arbeit erledigen? Erstmal ohne Scheiß. Ich hasse es, wenn Leute ihre Arbeit outsourcen. Ich soll also deine Arbeit erledigen? Und was hältst du davon, wenn ich dich im Leitartikel von nächsten Krug zitiere? Ich bin die meisten Abende in der Krampusbar. Es gibt hier eine Krampusbar. Okay, natürlich nur zu Recherchezwecken. Nicht, weil es mir dort gefällt. Natürlich, natürlich. Lass dich mal blicken, wenn du Zeit hast. Ja, du mich auch. Hallo, eigentlich ist das meine Aufgabe und ich werde dafür bezahlt, aber wie wär's, wenn du die statt meiner machst? Das finde ich natürlich immer wieder. Da sind die Leute sofort sympathisch. Oh, da drüben geht's auch noch weiter. Achso, geht hier eine Runde rum, nehme ich an. Ah ja. Okay. Definitiv umfangreicher, als ich gedacht habe. Die Dungeons. Beziehungsweise befürchtet hatte. Ah! Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier Glibber irgendwas Blöcke rauskommen, aber das sah mir echt wie nach einer Fähigkeiten-Nutzungsmöglichkeit aus. So. Und jetzt sind wir hier drüben. Ich meine, viele Möglichkeiten, irgendwie was wegzupuzzeln, haben wir sowieso noch nicht. Oh, da ist der Ausgang. Auf Wiedersehen. Ich mag das. Ich mag das, dass sie die Dungeons kommerzialisiert haben. Ja. Also für dieses Spiel. Finde ich eine super Idee. Absolut super. Ist quasi wie Dungeon Keeper andersrum und kommerzialisiert. Ja. Herrlich. So, hier haben wir eine zu Schiebetür. Ich mag es in solchen Fällen immer nicht, wenn sie nicht wenigstens probieren, die zu öffnen. Ich meine, die könnte ja einfach bloß angelehnt sein hier. Einfach aufschieben. Aber nein, oh, hier ist übrigens ein Knopf. Okay. Okay. Deko. Spitzhacken.
Jetzt habe ich mich erschrocken. Damit habe ich. Stimmt, hier gibt es ja Monster. Da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Gott, da, warum müssen die auftauchen? Können die nicht einfach hier rumstehen? Ich meine, wir haben auch schon welche einfach in der Gegend rumstehen sehen. Einfach gespawnt. Frechheit, kleiner Heiltrank. Okay. Voll das. Entschuldigung, das ist voll das Loot, ey. Ah, wir haben es gehört. Die Tür ist wieder zugegangen. Oh. Gut, mehr Blobse. Und wir müssen auch denken, hier gibt es irgendwo eine Truhe mit einem. Mit einem einzigartigen Gegenstand für diesen Dungeon, ne? Magische Schilde. Einige Gegner werden von den regenerierenden Magieschilden geschützt, die man an einer zusätzlichen grünen Leiste über ihren Köpfen erkennt. Magiefähigkeiten helfen dir dabei, diese schneller zu entfernen. Nur zur Erinnerung, falls du MP benötigst, schwere Schwertangriffe regenerieren MP schneller. Ach, das war das, was an dem Schwert auch dran stand. Okay. Das ist so ein Ziegenvieh, wie wir im Anfänger-Dungeon gesehen haben. Guck mal hier, guck dir mal diese Bombe an. Dankeschön. Oh, und da ist ein Magieschild weg. Das ist ja doof für dich. Was macht er denn? Hat er gerade voll auf den Kopf gehauen? Sich voll auf den Kopf gehauen, ja? Was macht er? Was zur Hölle? Er hat den Kopf in den Sand gesteckt. Mit dem Kopf durch den Sand. Ah, jetzt habe ich das erstmal, glaube ich, Schaden gekriegt. Ah, was zur Hölle? Diese Ziege. Das ist ein, aber hallo du da. Aber Schwierigkeitsgrad-Update hier. Das ist die Level 1-Ziege. Okay. Das kam überraschend, muss ich sagen. Monsterzahn, dankeschön. Ziege. Ziege. So, wir sind von wo gekommen? Von da, ne? Okay, Point of No Return und hier haben wir eine Leiter. Oh, wir dürfen Lore fahren. Wir dürfen Lore fahren. Ich meine, weit kann es ja nicht sein. Da unten ist auch eine Schiene. Achso, seitlich einsteigen, nicht hinten. Sicherheit geht vor. Hui, oh, nice. Oh, ich kann mich sogar nach links und rechts lehnen. Oh, das war aber kurz. Kann ich nochmal zurück? Ich könnte auch zurück. Okay. Wir haben Vogeldreck oben an der Kante. Ein sicheres Zeichen dafür, dass wir hier Dinge tun können. Und ach, hier geht's mit einer weiteren Lore weiter. Okay. Der Knopf ist kaputt. Das ist doof. Ah, ich ahne. Bäh. Danke, Bombe. Kannst du vielleicht drin liegen bleiben? Huch, dankeschön. 69 HP ist. Wir haben 3400. Also ich bin ja auf die Läden gespannt, ne? Bezüglich dem, ja, was, wie, wo, was kostet, ne? Wie viel kostet zum Beispiel ein kleiner Heiltrank? Wenn so ein kleiner Heiltrank 1000 kostet, dann weiß ich, warum ich so viele Hinterblobse schon habe. Na, das war ja erfolgreich. Da auch schon besser. Okay. So, hier haben wir noch so einen Blobs. Der geht aber nicht. Achso, der geht nicht kaputt. Den darf ich andingsen. Ah ja. Das ist bisher alles völlig verständlich, ne? Okay, weiter geht's. Yay! Whee! Okay. Jetzt ich habe irgendwelche Weichen gesehen. Und jetzt fahren wir hier im Kreis, ja? Okay. Warte mal. Lass mich raten. Wir müssen uns lehnen. Whee! Okay. Ah. Hier geht's auch noch nach links und nach rechts. Okay, und jetzt sind wir wieder. Ja, alles klar. Was? Oh nein, jetzt machen die echt einen auf Hugo hier. Oh Gott. Wir müssen unbedingt mal Hugo spielen. Fällt mir gerade so ein. Was? Und weiter geht's, die wilde Fahrt. Okay, alles klar. Hugo. Da gab's auch was mit der Schiene. Das müssen wir unbedingt. Warte mal, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Weil das würde mich echt mal. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie irgendwo finden. Dann spielen wir das. Übers Telefon.
Heute ganz super pro. Jetzt mal ohne Mist. Das war Indiana Jones-like. So. Heute habe ich gute Reflexe. Das liegt an dem Eis, das ich gestern gegessen habe. Nehme ich einfach mal an. Ja. Ach ja, übrigens, ich hatte gestern, um es einfach mal anzusprechen, mir ja Eis geholt, entdeckt im Marktkauf bei uns. Und zwar das eine Mal das Kinder Bueno Eis und dann das Monte Eis. Das Kinder Bueno Eis hat oben eine sehr schön nach Kinder Bueno schmeckende Kruste drauf und darunter kommt aber so in Anführungszeichen nur Kakao-Gedöns, ja, in der Waffel drin. Und das war es dann auch schon. Das Monte-Eis fand ich geiler. Oben auch so eine Art kleine Kruste, ja, aber dann bis mehr oder weniger bis zur Spitze unten dann so Monte Joghurt-Pudding-Dingsbums und unten in der Spitze flüssige Schokolade. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Also, ne, Monte 1, Kinder 0 bisher. Ja, also das Monte Eis kann ich nur empfehlen. Ich habe da noch gesehen, es gibt sowohl Waffel Eis von beidem als auch mit Stiel. Also das Stiel Eis müsste ich noch testen. So, jetzt mal gerade zurück hier zu wir haben hier Schienengedöns. Es fehlt eine Lore, da oben ist eine. Okay. Und hier ist auch der Start davon. Hier geht's durch, hier ist aber zu. Das geht ja anscheinend immer nur mit den Loren selbst auf. Okay, also wir fahren wir doch. Ich glaube, wir fahren erstmal los, ne? Erstmal Loren fahren. So. Yay, jetzt haben wir so unten. Okay. Achso, und hier geht's jetzt, hier müssen wir jetzt immer nach links drücken. Achterbahn. Ja, kennen wir von Dracula, ne? Dracula hat das eingeführt und Hinterberg hier macht's nach, ne? Ja. Ich bin ja eher so Häagen-Dazs oder Häagen-Dazs oder Ben & Jerry's, so richtig krasse Sorten Schoko mit Schokolade und Schoko. Oder Cookie Dough mit Schoko. Cookie Dough mit Schoko. Ich kenne das. Ja, Schoko ist geil. Nougat ist besser. Nougat und Karamell. Ich mag das. Ich mag das von Magnum, dieses Double. Ganz geil, ne? Wo du von außen nach innen Schokokruste, Karamellschicht, flüssiges Karamell, dann eine Schicht Schoko und dann drinnen einen Nougatkern. Das ist absolut geil. Also da könnte ich mich auch reinsetzen, wenn es nicht so kalt wäre. So, jetzt geht's hier lang. Karamellwürfelchen und Soße drin. Ach ja, außen könnten ruhig noch ein paar Mandelsplitter sein. Also da ist auch nichts dagegen. So, das Gold fand ich auch nicht schlecht. Magnum Gold. Aber das war ein bisschen süß, finde ich. ein bisschen sehr süß. Also, okay, erstmal hier. Ich lass mich schon wieder von Essen ablenken, aber manchmal ist das so. So, pass auf. Jetzt machen wir den hier. Das hätten wir auch vorher machen können. Warte, Moment, das müssen wir prüfen. Hier gibt es zwei. Hier scheint es zwei Wege zu geben. Und zwar nicht umsonst, denn der Weg war jetzt hier anscheinend falsch. Und mehr gibt es hier auch nicht, ne? Oh, ich habe nichts gesagt. Okay, dann fahren wir jetzt da rüber statt geradeaus. Ich verstehe es noch nicht. Ach, halt, stopp. Nee, da ist hier ist eine Truhe drin. Ah. Okay, den Umweg, den wir jetzt gemacht haben, müssen wir machen, nachdem wir die Truhe geholt haben. Ich verstehe. Pass auf. Jetzt wieder zurück. Ach, dann wieder auf den Knopf gedrückt. Moment. Ich hab's gleich. Ich esse wenig Eis. Ich meine, das muss ja kein Dauerzustand sein. Man kann ja auch mal viel Eis essen oder 1000 HBs. Ah, alles klar. Oder einfach Eis nicht so mögen oder sowas. Ich esse auch nicht wirklich viel Eis. Ne? Also gefühlt habe ich jetzt gestern mehr Eis gegessen, als ich das restliche Jahr hatte. Ne? Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn dir Eis zu süß ist, dann ess eine saure Gurke. Saures Gurkeneis, ja. Ich esse wenig Eis. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüssi. Tschüssi, Katze. Jetzt, ich dachte, ich hätte irgendwo noch oben irgendwas verpasst, aber ja. Karamell Sutra ist auch ein krasser Name. Meine Güte.
So, okay, wir haben das eine geholt. Jetzt muss ich wieder zurück und die andere Weiche umstellen. Und dann kann es da weitergehen. Gottes Willen. So. Schön, dass du da warst, Katze. Gerne wieder. Weißt du ja, hab einen schönen Sonntag. Einen schönen langen Sonntag. Am Montag müsste eigentlich nie kommen. Bräuchte nie kommen. Nie kommen. Aber das ist Wunschdenken. So. Heute ist, also bei uns ist heute zum Glück nicht mehr so heiß wie vor 2 Tagen noch. War es vorhin jedenfalls nicht. Und gestern war super angenehm kühl. So, jetzt geht's weiter. Yay! Oh, und da sind wir auch schon da. Alles klar. Meine Güte. Huch, so viel dazu. Wer ist sie denn? Mach nicht sowas. Guck dir mal eine Bombe an da. Die ist auch toll, oder? Ach, was macht sie denn? Warum kommt hier plötzlich ein Endgegner? Kannst du mal bitte die Sachen mit den Dingern lassen? Jetzt habe ich dich endlich mal hier. Jetzt kriegst du schön auf den Sack, ey. Ich aber auch, ja, ich verstehe das. Komm mal bitte her. Danke. Hat das irgendwas gebracht? Ah, das ist so gemein, dass die Wirbelstürme sich nicht staggern lassen. Absolut seltsam. Aber so wirklich viel Leben zieht das alles nicht ab, ne? Finde ich auch gut so. Muss ja nicht sein. Au, jetzt wurde ich gerade vom Ed gehauen. Die könnten hier eigentlich ruhig mal Klumpe liegen lassen. Oh, jetzt habe ich sie doch schon kaputt. Au, nicht alle auf einmal. Wie geht das mit dem X? Ah, jetzt, okay. Also L2 gedrückt halten. Und dann die X-Taste drücken. Alles klar. Meine Güte. Uiuiuiui. Mit Endboss. Schick, 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 schick. Zelda aus Tirol stirbt gleich. Die Zelda aus Tirol. Alles gut. Alles gut. Es ging gut. So, wir sind da. Wir haben keine Münze bekommen. Oder habe ich das verpasst? Warte mal. Haben wir die Münze verpasst? Ach nee, Story-Gegenstände war das, ne? Ich habe tatsächlich hier keine Münze gefunden. Haben wir irgendwo eine Truhe verpasst? Warte mal. Ich meine, wir können leider nicht den kompletten Weg zurück. Aber wir haben offensichtlich hier eine Münze verpasst. Oh! Hoch! Das war ja nicht so schön. Runterklettern. Ach, das war das ja. Na ja, gut, hier hinten ist aber nicht mehr wirklich viel, ne, wo wir da noch hin können. Scheiße. Kannst du an der Seite nicht die Wand in die Luft jagen? Schön noch gefällt, ja. Warte. Da wo wir am Ende waren. Wir fahren direkt nochmal hin. Da wo das Portal ist. Ich prüfe. Ist mir jetzt nichts aufgefallen. Nee, ich glaube, das ist zu. Das sieht zu dekomäßig aus. Huch, Vorsicht. Das andere war wirklich sehr markant. Die bröckelige Wand. Ah, das ist ja frech. Haben wir tatsächlich hier eine Truhe verpasst? Da hing bestimmt irgendwo eine oben an der Decke rum oder sowas. Könnte ich ja wetten. Ich meine, wir holen uns erstmal den Stempel. Ja, schließe 2 Dungeons ab. Okay, Ärger im Doppelpack. Ah ja. Kann ich den Dungeon jetzt hier einfach nochmal starten? Nee, kann ich ja auch nicht. Schade. Das heißt. Also wenn ich das richtig sehe, wenn wir in den Dungeon gehen, vergeht Zeit, ne? Und das heißt, wir können einmal am Tag einen Dungeon machen. Das heißt, wir verlieren, in Anführungszeichen, jetzt hier einen Tag, wenn wir den jetzt abgeschlossen haben, müssten den quasi dann nochmal machen, um die Münze zu bekommen. Oder so.
Ich nehme einfach mal an, dass in jedem eine ist. Keep calm and slay. Ach so, okay. Sag T-Shirts. Warte erstmal, ob es in jedem eine gibt. Also, wenn es im ersten eine gibt. Also, wie war's? Gefährlich oder nämlich viel besser. Wir sind mal hier nicht pessimistisch. Es war hart, aber die meiste Zeit fühlte es sich ja so an, als hätte ich das Heft in der Hand. Das lag daran, weil du das Heft in der Hand hattest. Apropos Heft in der Hand, das Schwert hinten sieht auf jeden Fall anders aus als das, was wir gerade vorher noch im Heft hatten. Ich glaube, ich kann das schaffen. Ja, also es ist nicht mehr Luisas Schwert, sondern jetzt das andere. Ich bin ja gespannt, ob sich die Klamotten auch ändern. Und das Zaubern? Meine Haut kribbelt immer noch. Ich hoffe, das Gefühl wird noch eine Weile bleiben. Dass die Haut kribbelt. Nee, kann ich nicht nachvollziehen. Ich war noch nie so konzentriert, als würden alle Rädchen meines Körpers perfekt ineinander greifen. Ich weiß, ganz schön heftig, oder? Ja, ist es. Willst du heute Abend das Dorf erkunden? Nee, ich will mich in meine Stube legen und lesen. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit. Können wir einfach nur wieder miteinander abhängen? Ich will einfach nur ins Bett. Das ist aber eine sehr direkte Anmache, oder? Okay, erkunden wir das Dorf. Ist gut. Ich sehe mich mal um, wird ja höchste Zeit. So wie ich Hinterberg kenne, hast du mittlerweile ein paar Leute kennengelernt. Schau dich um, vielleicht triffst du ja jemanden. Ein Dorf wie Hinterberg zieht nicht nur viele Leute an, denen man sonst nicht so oft begegnet. Viele von ihnen werden dir auch helfen, wenn du Zeit mit ihnen verbringst. Ach so. Ob aber über Oberammergau oder aber über Unterammergau oder aber überhaupt nicht kommt, ist nicht gewiss. Ja. Heute kommt der Klaus zu mir, ist ne, sagt sich die Lies. Oder so, heute kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Ob aber über Oberammergau oder aber unter Ammergau. Wer kennt diesen Kanon noch so? So, viele werden dir helfen, bla 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 bla. Ich habe das große Tagebuch in deinem Rucksack gesehen. Gib mir das bitte kurz, ja? Warum? Das ist mein Tagebuch. So, ich habe ein paar Anmerkungen über die Leute hier eingetragen. Was? Und wie sie dir helfen können? Ah, nie gehört. Ja, es ist ein altes Lied. Ich glaube, das haben wir irgendwann mal in der dritten Klasse gelernt. Ah ja, sie hat sich selbst eingetragen. Sie hat mein Tagebuch zu einem Poesiealbum gemacht. Das ist ja super. Aha. Also, wir haben Albert, belgischer Professor, der in Hinterberg Magie erforscht. Vorteil auf Level 1 erhöht MP-Slots. Und bei Alex? Alex ist einfach die Beste. Sie hat sich das selbst eingetragen hier. Da muss man immer so sehen. Charakter-Compendium freigeschaltet. Das war jetzt also das hier, nehme ich an. Dann gibt es noch den Danny und den Hund. Der auch wirklich wie ein Hund aussieht, okay. Sie hat mir einen Hund eingetragen. Interessant. Gertrude, Hannah, Henning, Jay. Wer schreibt denn bitte Jay so? Julian, der Kai, der Klaus, die Marina, der Renault oder Renaud, der Sam oder Sam, TH, Travis. Travis, Popkultur-Journalist, er ist nicht gerade scharf drauf, im Hinterberg zu sein. Fotomodus freischalten. Ach so, der schaltet uns den Fotomodus frei. Mhm. Kombozähler, öffne verschlossene Schatztruhen, eine Teenagerin. Was macht der Hund? Hauptsächlich deutscher Schäferhund. Hauptsächlich deutscher Schäferhund. Ah ja, okay. Hilfe beim Finden eines versteckten Dungeons. Ah, okay, dazu muss ich erstmal den versteckten Hund finden. Da, wo, ne? Das ist der Pudelskern. So, reiche ältere Touristin. Oh Gott, das will. Okay, ich gucke mir später an. So viel zu entdecken in dem Game, ohne Scheiß. Danke, so schließt man doch keine Freundschaften, indem man anderen nie einträgt. Ich sage einfach mal danke. Danke, die werde ich mir ansehen, ja. Versteh mich nicht falsch, du solltest einfach mit Leuten rumhängen, die du interessant findest. Aha, hier gibt es so viele interessante Persönlichkeiten, mehr als genug für einen Urlaub. Die Anmerkungen sind nur für den Fall gedacht, dass du dich mal nicht entscheiden kannst oder nicht weißt, wie es weitergehen soll. Tu mit ihnen, was du willst. Mit den Anmerkungen, nicht mit den Leuten. Freue mich auf die nächsten Sonntage, ich auch. Ah, Beziehung verbessert. Deine Beziehung zu Alex hat sich verbessert. Ihr seid jetzt Bekannte. Vorteile, Vorteile, Vorteile. Du kannst jetzt nachschlagen, welche Vorteile es dir bringt, wenn du Zeit mit anderen Leuten verbringst. Alles klar. Eine Sache noch. Die Geschäfte hier haben nicht die ganze Nacht offen. Ah, geh also besser einkaufen, bevor du losziehst und Party machst. Ah, in der Nähe vom Hauptplatz gibt es eine Apotheke, da gibt es heute kostenlose Tränke. Aha. Hier, ich markiere es dir auf der Karte. Wenn es bei uns irgendwo irgendwas kostenlos geben würde, dann kannst du sicher sein, dass vorher schon eine Schlange stehen würde und sich dann alle 5.000
8000 Stück von vom selben holen, dann bist du den ganzen Einkaufswagen voll und nach den ersten drei Leuten ist dann Schluss. ich markiere es auf der Karte, ja. Alles klar. Also das heißt Vormittag Dungeons, Nachmittag Einkaufen. Das ist auch interessant, ne, dass du die Vorbereitung nach dem Dungeon machst. Aber wahrscheinlich gilt das eher fürs Loot-Verkaufen nach dem Dungeon oder sonst irgendwas. Ne? Interessant auf jeden Fall. Okay. Hier ist die Apotheke. Der Apotheke. Aha. Jetzt wissen wir auch, wo alle sind. Das ist interessant. Albert, Entspannung. Aha. Und Marina, Unterhaltung. Und hier steht Sam rum. Sam, wir haben noch nie Sam getroffen, aber sie hat uns schon eingetragen, wo er rumlümmelt. Wo ist der Hund? Thea? Kann ich näher ranzoomen? Ich kann näher ranzoomen. Thea und David. Aber wo ist der Hund? Such den Hund. Ich sehe keinen Hund. Kann ich hier noch weiter links und rechts? Nee, okay, das ist die komplette Karte von Hinterberg. Ich sehe hier keinen Hund. Hier ist ein Mörder, waren wir ja vorhin. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Achso, hier drüben, ja. Und hier ist das Spa. Ach, guck. Ich muss los, wir sehen uns ja. Wir sehen uns, komm mal, ja. Ah, oh, wie die Zeit vergeht, alles klar. Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Es vergeht Zeit, wenn du eine Aktivität beginnst. Zum Beispiel, wenn du in einen Dungeon gehst oder mit einem anderen Abenteuer rumhängst. Plane stets für die Abenteuer am nächsten Tag voraus und gehe in den Geschäften einkaufen, bevor du eine Abendaktivität beginnst. Ah ja, ein Abend im Hinterberg. In Hinternberg. Aha. Welcome Slayers. Wo war jetzt hier der Spa? Ach da, ach so, Spa Hinterberg. Der Hinterspa. Willkommen, Opening Hours, Montag bis Sonntag, 8 bis 22 Uhr. Die haben also quasi ständig offen. Enjoy your stay at Spa Hinterberg. Oh, ich glaube, wir können uns jetzt noch ein bisschen umgucken. Neuer Schnellreisepunkt und vier Leute im Partnerlook an einer Bushaltestelle. Ich glaube, das ist eine Touri-Gruppe. Hier gibt es Tickets, hier ist der Bahnhof, ja. Abreisen kann ich nicht, ne? Nee. Ja, hat jemand den Türöffner direkt ins Glas gebaut. Das ist ja auch interessant. Oh, diese Straße führt aus dem Dorf raus. Ich habe hier nichts zu suchen. Vor allem nicht ohne Auto. Tankstelle. Aha. Okay, hier geht's zum Tourismusbüro. Das heißt, wir sind noch nicht hier gewesen. Schnellreisepunkt freigeschaltet. Haus Theresa. Und Hannah Spellbound, see you around. Nice Ice. New Ice Cream Menü. Wo? Warte. Hier ist die Krampus Bar. Hier steht auch schon unser Kollege Aufgaben-Outsourcer vor der Tür. Und es kommt Musik noch von nach draußen. Das ist ja interessant. Also erstens, hier hat jemand, hier werden einfach mal Sachen, Waffen und Rucksäcke hingestellt, weil ist so, ja. Wie man das im Original Allgäu und was weiß ich wo mit seinen Skiern macht, ne, damit man den Hund nicht mit reinschleppt. Hier liegen halt die Schwerter rum. Und dann Après-Slay Today. Nach dem Geschleie heute Battle Burger von einem lokalen Fleischhersteller. Schnitzel mit Pommes. Schatz, Monsterblatt und Schnaps. Monsterblut und Schnaps. Okay. Schnaps kennt man ja. Oh Gott, hier sind zwei Leute an einem Tisch und die haben auch schon ganz schön gebechert. Lustig. Erstmal ein Glühwein nach dem Gemetzel. Ohne Mist. Was ist hier? Zu vermieten. Oh, hier gibt es Sachen zu vermieten. Kann ich nicht reingehen, ne? Schade. Also ich nehme mal an, wenn wir in die Campus Bar gehen, beziehungsweise hier, bei ihm steht es auch da dran, man kann mit ihm Zeit verbringen, wenn man unbedingt Lust hat. Will ich aber nicht. Zur Einkaufsstraße, na dann. Hinterberg Museum. Coming soon. Oh. Neue Hinterberg-Ausstellung coming soon. Und Kaffee Rosi. Kaffee. Wahrscheinlich auch wieder so ein Kaffeesonne, ne? Frühstück, Buttercroissant und Kaffee. Mittagsmenü, Apfelstrudel mit Vanillesoße. Das klingt so lecker. Und hier steht er auch direkt rum. Es könnte aber auch einfach ein Brotkanten sein. Die haben alle so viel Spaß am Essen, dass keiner zulangt. Okay. Hier kann man tatsächlich... TP-Snack, kleiner TP-Trank, Mana-Schnitte. Jetzt eine Mana-Schnitte. Ein großer TP-Trank. Die kosten wirklich hier. Guck mal, der kleine TP-Trank kostet 1350. Das heißt, wir haben wirklich gar nicht so viel Kohle. 4483. Lebensmittel.
Ist ja nett, dass es die HP-Tränke im Laden gibt. Oh, was haben wir denn da unten? Leute. Stadtrand, Hauptplatz, Touristenviertel. Happy Shopping. Blumen und Geschenke. Neuer Schnellreisepunkt. Blumen und Geschenke. Bio-Kartoffelchips. Das ist eine interessante Mischung. Ja, hallo, ich verkaufe Blumen und Kartoffelchips. Gelber Blumenstrauß, lila Blumenstrauß, Sackerlnüsse. Ein Säckchen Nüsse. Mhm. Kressesamen. Daraus macht man Kresse, daraus kann man Kresse züchten, die köstlich auf Brot schmeckt. Sonnenblume. Eine gelbe Sonnenblume. Ein gesunder Snack für jedermann. Interesting. Also es sind Geschenke. Man kann hier auch Sachen verschenken. Es ist wirklich so ein bisschen wie ein Dating-Game, kann das sein. Sale. Stark reduziert bis zu 50% auf diese Tür, nehme ich an. Okay. Oh Gott, diese Leute gucken sich diesen sehr interessanten Stein an. Hier gibt es Zauberhüte. Hinterberg Souvenirs. Ach so. 30 Euro. 30 Euro. Für so einen Hut. Warte mal. Ich glaube, ich bin. Das T-Shirt. Ein Aspekt fehlt noch ein bisschen. Der Übertourismus. Ja, ich glaube, da sind wir hier angekommen. Beim Übertourismus. Was steht hier noch so alles? Keep calm and slay. Don't be a Pilzel. I love Hinterberg. Ah ja. Da unten auf dem... Ich habe jetzt hier leider keinen Mauszeiger. Unten rechts das T-Shirt unter I glaube ich spinne. Da ist so ein hier, ne? Wie hießen diese kleinen Zuckerdinger? Peps oder sowas? Ein Peps-Spender. Interessant. Es gibt natürlich auch Tassen. Selbstverständlich gibt es Tassen. Und Bierkrüge, Bierhumpen mit Deckel und Masken. Nur 10 Euro für so eine hässliche Pappmaske. Ich glaube, ich spinne. I think I spider. Okay, dort kaufe ich ein. Dort, nicht hier. Ja, regionale Spezialitäten. Regio-Shop. Zeitungen. Ah, alles da, alles da. Doch hier kann ich auch rein. Was haben wir? TP-Snack, Mana. Oh, hier gibt es... Ist das teurer hier? Nee, ne? Walkie-Talkies, ein billiges Walkie-Talkie, ist auch wieder ein Geschenk. Zahlengitterritze, Schlafmaske, Comicbuch, Feuerzeug. Aha. Über den Übertourismus haben sie alle geredet, ja. Ach, guck mal hier. Ist schon nett. Ist schon nett, ne? Mana-Schnitt ist doch echt mit Absicht. Milchschnitte meinst du? Kann ich mir auch gut vorstellen. Milch- und Mana-Schnitte. Bist aber auch eine Mana-Schnitte. So, hier sind Leute. Neue Schnellreise. Abbruch. Was zur Hölle? Hier wird, glaube ich, groß gebaut. Oh, und hier ist ein Krampus Beauty and the Percht. Ah ja, die Schöne und der Percht. Hier läuft Krampus. Die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben hier, ne? Austrian Alps, die australischen Alpen. Double Taking Love, The Conduits. Hannah Spellbound und bla bla bla. Und Eis. Ich habe immer noch den Eisladen nicht gefunden. Alles okay. Need a break from the hassle. Hoff. Just 5 minutes to relaxation. Ach so, Hinterberg Spa. Hier oben geht's auch lang, okay. Achso, das ist egal, wo wir lang gehen. Wir können auch auf der Straße laufen. Und dann geht's zum Touristenviertel. Ich muss unbedingt noch in den Laden reingucken, in den Dingens. Hier, genau, Premium Weapons. Guck mal, was wir hier haben. Kaufen. Panzerung und Schwerter. Auch nice. Jetzt hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Mana-Schnitte, Mana-Mana. Batti-di-di-di. Mana-Mana. Batti-di-di-di. Toll, danke. Danke für den Ohrwurm. So, Tankwear Panzerweste 2.0. Spellguard Slay-Tector. Slay-Tector. Gefällt mir. Okay, warte mal. Weste, Polster. Das hier oben sind die drei Westen. Und See my West. Und die, natürlich ist die teuerste die beste. Wer hätte jetzt das erwartet? 10, 10, also habe ich jetzt hier wieder Maus, sehr schön.
Physische Verteidigung, magische Verteidigung, beides 10. Verbesserungsslots 2 bleibt gleich. Die hat mehr Magie. Das ist, ach so, die teure ist die Allrounder. Aha. Wir müssen nächsten Sonntag ein bisschen grinden gehen für schöne Rüstung und Waffen, definitiv. So, das ist die Billig-Variante hier. Richtige Wahl für andere, die Feinde gerne auf die Pelle rücken. Okay. Tankware, Spellguard. Ach nee, das hat mehr physisch. Aber trotzdem ist das ein bisschen besser. Ist ja auch ein bisschen teurer, nur das Doppelte. Und hat dafür aber im Verhältnis trotzdem mehr Magie. Und die gute ist natürlich, ist dann die. Die kostet mehr und hat aber trotzdem weniger gute Werte. Na gut, im Durchschnitt, ne? Hm. Interesting. Also ich glaube schon, dass wir, also wenn man sagt immer, wer billig kauft, kauft doppelt, ne? Aber das ist jetzt so die Sache, brauchen wir überhaupt so viel Schutz aktuell? Was haben wir denn an Schwertern? Wir haben das Nova Heart 100 und das nächste, das was wir uns nächstes leisten können. Oh mein Gott, das, na gut, das haut da schon ein bisschen mehr rein, ne? Höhere Crit-Rate, höhere Crit-Schaden. Der Scimitar wurde für Abenteuer gemacht, die einen spielerischen Kampfstil bevorzugen. Aha. Der Fokus auf erhöhte Crit-Werte wertet dieses ansonsten ausgewogene Schwert weiter auf. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wer nicht wagt, der nicht crittet. Mhm. Kaufen. Ja, Rüstung oder Schwert? Ne? Alles kaufen. So viel Geld haben wir nicht. So viel Geld haben wir leider nicht. Ja, ich glaube, ich hole mir erstmal ein bisschen Rüstung. Obwohl, lief eigentlich soweit, ne? Obwohl, man weiß halt nicht, ne? wir holen jetzt erstmal die Panzer. Das passt schon. Eine? Ja, eine reicht, danke. Ich habe noch eine Brust. Ausrüsten, definitiv. So, okay, jetzt haben wir das ausgerüstet. Sind bei 583 Hinterbons. Kann ich jetzt auch direkt wieder verkaufen. Ich kann meine Slate-Tag... Achso, die ich ausgerüstet habe. Ach, sie möchte nicht ihre Originalklamotten verticken. Ist aber schade. Sehe ich jetzt anders aus? Nee, schade. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, das Schwert sieht schon anders aus, aber sie jetzt tatsächlich nicht. Hm, kommt vielleicht noch. Keine Ahnung. Okay. So. Jetzt müssen wir noch gucken, wie verbringen wir denn jetzt den Nachmittag? Eigentlich, ich habe schon wieder Schnellreise freigeschaltet. Hannas Zauberschmiede. Hier steht eine rum. Achso, nee, das ist nicht Hanna. Und hier geht aktuell nichts. Oh. Leg doch, lass doch alles einfach mal draußen liegen. Da unten ist das Nice-Eis. Ah. Hallo. Ach, sie schon wieder. Oh, du bist es. Wie war das Abenteuer heute? Nicht schlecht. Ich glaube, langsam kriege ich das Gefühl dafür. Also, wie wäre es mit einem Eis? Heute ist ehrlich gesagt nicht so viel los. Über ein bisschen Gesellschaft würde mich also freuen. Ich sollte erstmal meine Eingriffe erledigen, bevor ich rumhänge. Ich sollte mir wenigstens den kostenlosen Trank aus der Apotheke holen. Oh, stimmt, das war ja auch noch. Okay, gut. Sie hat uns was gefragt. Wir ignorieren sie, wie wir das auch mit dem Taxifahrer gemacht haben. Und dann gehen wir erstmal zur Apotheke. Da sind wir, glaube ich, ganz gut auf dem richtigen Weg, ja. Zum Hauptplatz. So, und ja, ich weiß, ich überziehe gerade ein bisschen, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt speichern können. Oder ob das irgendwie über Nacht passiert. Ich glaube, nee, siehst du, doch. Ach so, wir könnten jetzt einfach speichern. Nee, das mit der Apotheke mache ich noch. Run the boat and enjoy the view auf Hinterberg. Hier at Bootsverleih. dieses Englisch gefällt mir sehr gut. Boat Rental. Bootsverleih, Schnellreise freigeschaltet. Okay. Hier sitzt Albert rum. Hier sitzt der alberne Albert rum. Hier gibt es Kaffee und Kuchen. Mm. So viel zu essen. Und so wenig Zeit. Hinterbank. Die Hinterbank. Wo ist denn jetzt hier die Apotheke? Ich folge mal dem Kreis auf der Karte oben rechts. Langsam sehen wir es schon. Ah, Apotheke. Und was haben wir hier drüben Schönes? Oh mein Gott, natürlich gibt es hier auch einen freischaffenden Müllkünstler. Das ist ja wohl so logisch. Oh Gott. Ich meine, wenn der Schrott hier rumsteht, dann liegt er wenigstens nirgendwo in der Gegend mehr rum, ne? Er hat einen Presslufthammer.
Interessant, der macht definitiv ernst. Gott. Leute gibt's. Also das Game delivered für mich echt schon. Jetzt schon, das werden ein paar nette Sonntage. Ich denke auch, ja. HP Potions in all dosages, new EMP Rezept. Okay, und Zeug. Na dann erstmal rein hier. TP Werbetrank. Null Kosten und dafür regeneriert alle TP. Oh, davon. Achso, hier pro ein pro Nase. Das sieht mir nach einem Bergmarkt für später aus. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Vor allem, weil hier Slots, ne, wenn man die Waffen noch mit irgendwelchen Sachen aufschlotten kann, dann definitiv. Oh, hier guck mal. Mittlere 2500 hinter Bonze. Es gibt einen großen und einen maximalen HP-Drang. Achso, das ist in Slots eingeteilt hier auch. Ah, 4 Slots, 4 TP-Slots, 8 TP-Slots. Nice. Okay. Also, wir haben den kostenlosen Trank, sehen wir oben rechts. Und finde jemanden, mit dem du den Abend verbringen kannst. Wir gucken dazu einfach mal in unser Poesiealbum. Leute, hier. Also, Vorteil erhöht MP-Slots, wenn wir mit dem Albert rumhängen. Vorteile bei Alex, wenn wir mit Alex rumhängen, einen weiteren TP-Slot. Also Lebenspunkt. Nein, halt, stopp, zurück. Ich würde gerne einen Hund finden, aber wir wissen noch nicht, wo er ist. Mit Klaus, Notfall-Pager. Okay. Equipment verstärken, etc. Ja, ja. Erhöhte Ausdauer zum Ausweichen. Oh, bei Marina. Okay. Also ein Dodge-Slot mehr, ne? Der ist das mit dem Fotomodus. Okay, erhöht MP. Gibt es da irgendwas Lustiges? Öffne verschlossene Schatztruhen. Thea. Haben wir aber noch nicht kennengelernt. Sie scheint eine Brille aufzuhaben. Ist das die, die vielleicht vor dem in Gebäude rumhängt? Warte mal. Sie will mal gucken gehen. Also verschlossene Truhen und so weiter, das würde mir auf jeden Fall gefallen. Habe ich mich aber auch nur ganz dezent verlaufen. Stadtrand. Hauptplatz, Nebenplatz. Hauptplatz, Nebenstraße, um Gottes Willen. Ich glaube, das war hier. Also ich weiß zumindest, dass wir hier vorhin lang gegangen sind und vorne die Treppe runter. Ach ja, hier siehst du, da ist auch dieses Gebäude, das, die Einkaufsstraße. Ja, wir suchen uns jetzt mal die Thea. Ist das hier die Thea? Das sind auf jeden Fall zwei Personen. Was macht sie denn? B4. Was zur Hölle? Verfehlt. C3. Alter. Verfehlt. Warte, Treffer. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie sie heißt, als sie was gesagt hat. B4. Thea. Ah, gut. David, das hast du gerade schon gesagt. Was macht ihr da? Nach was sieht's denn aus? Holo? Viel gewinnt? Sag schon mal Ö mit Tschü. Ich mache mir Frühstück, wünsche euch noch einen schönen Tag. Dir auch, Club. Schön, dass du dabei warst. Gerne wieder, weißt du ja. Montag übrigens, den Plan habe ich den Plan schon reingestellt? Nee, ne? Ganz normal. Nächste Woche ganz normal, aber immer ab 18 Uhr, Montag und Donnerstag und Sonntag auch ganz normal, ne? Montag geht's dann weiter mit Dracula. Dir auch auf jeden Fall erstmal einen schönen restlichen Sonntag und einen schönen Start in die Woche natürlich. Okay, nach dem Brettspiel, nach jeder Menge Spaß, nach einem ziemlich intensiven Spiel, ein Brettspiel. Als ob ihr ein magisches Brettspiel spielen würdet. Das ist so cool. Du weißt, dass wir in Hinterberg keinen Handyempfang haben, ja? Wegen der Magie? David kann seine Online-Spiele nicht spielen, oder? Kannst du dich jetzt wieder um deinen eigenen Kram kümmern? Da ist aber jemand miesepeterig. Geschäfte werden bald schließen, habe ich alles, was ich für morgen brauche. Einheimische Kids, es muss spannend sein, hier aufzuwachsen. Wenn ich mir ihre Geschichte anhöre, würde sich meine Vertrautheit mit Hinterberg bestimmt erhöhen. Zeit mit ihm verbringen, dabei vergeht Zeit, wer hätte das gedacht? Ihnen ein Geschenk geben, Beziehungsbelohnung ansehen. Wir verbringen mal Zeit mit denen, obwohl das so eine Miesepeterin ist. Darf ich euch ein bisschen zuschauen? Klar. Und sie so, nee. Ein Abend in Hinterberg, Mission abgeschlossen. Steckst deine Nase immer in die Angelegenheit anderer rein? Anderer Leute? Ja. Ich find's bloß echt cool, dass ihr euer Spiel mit Magie spielt. Wenn es nicht so sehr stört, kann ich auch gehen. Achso. Nee, ist schon okay. Wir sind sowieso nie wirklich ungestört. Und David versucht ständig seine eigenen Schiffe zu versenken. Das ist Taktik. So, du willst also mit den Einheimischen abhängen, um deinen Urlaub irgendwie authentischer zu machen. Richtig geraten? Erwischt.
Ja, dachte ich mir. Mach dir nichts draus, du bist diese Woche nicht mal die Erste. Willst du uns irgendwas fragen oder so? Will ich? Hat sich hinterbei stark verändert? Nee, gar nicht. Die Touristen kommen erst seit 3 Jahren in solche Massen, oder? Hat sich seitdem viel verändert? 3-mal darfst du raten. Oh, er zum Beispiel. die nächste öffentliche Toilette ist in der Dorfgasse. Danke. Okay, sie weiß Bescheid. Wir hatten ja auch schon vor der Magietourismus. Die Leute kommen hauptsächlich zum Skifahren und Wandern. Ja, jetzt sind es nur 10-mal mehr und sie scheinen zu glauben, wir Einheimischen wären ihre persönlichen Fremdenführer. Sollen sie doch in ihre Dungeons gehen, wenn sie unbedingt wollen, aber hier leben auch normale Leute, die mit Magie Brettspiele spielen. Wie ist es mit Magie zu leben? Du meinst, wir das Leben als Jugendliche ohne Handys, weil wir hier keinen Empfang mehr haben? Oder keine Festnetzleitung? Es könnte nicht spannender sein. Ja, das nervt echt. Sonst noch was? Geht ihr manchmal in Dungeon? Und wenn nein, warum nicht? Ihr geht? Nein, danke. Ich gehe manchmal wandern, dabei schaue ich mir auch gerne die Monster an, das reicht mir. Zaubern ist aber ziemlich nice. Und wenn schon? Mehr Fragen habe ich nicht, danke, ihr zwei. Na, haben wir deinen Aufenthalt hinterweg authentischer gemacht, vielleicht sogar magischer? Ja, ehrlich gesagt schon, ich war echt neugierig, wie das Leben hier so ist. Tut mir leid, falls ich euch damit auf die Nerven gegangen bin. Ist schon gut. Wenn du dich revanchieren willst, könntest du hier bleiben und Schiedsrichter für uns spielen. Ich glaube, Thea schummelt. Nee, du bist bloß ein bisschen beschränkt, was deine Schiffe angeht. So, oh, Tag 2, Nacht. Soziale Werte, Ansehen, Unterhaltung, Vertrautheit und Entspannung. Zu einem schönen Urlaub in Hinterberg gehören 4 Dinge. Entspannung, Unterhaltung, deine Vertrautheit mit dem Dorf und dein Ansehen als Abenteurerin. Ah ja, je nachdem, wie du deine Abende verbringst, erhöhen sich diese sozialen Werte. Dein Ansehen erhöht sich auch, wenn du ein Dungeon abschließt. Du wirst schnell bemerken, dass einige Bewohner erst Zeit mit dir verbringen wollen, wenn ein Wert besonders ausgeprägt ist. Aha. Außerdem musst du bei einigen Waffen oder Panzerungen einen den Wert bis zu einem bestimmten Punkt verbessern, damit du sie effektiv einsetzen kannst. Auch noch. Okay, also es ist wirklich eine Art RPG-Anteil hiermit. Der Duft von schwerem Holz und ungewohnten Waschmittelmarken schlägt mir entgegen. Langsam fühle ich mich in diesem Zimmer wie zu Hause. Schön. Oh, Ende des 2. Tages. Beziehungen, Level Up mit Alex. Soziale Werte, 20 Vertrauter, 20 Ansehen. Insgesamt, ach so, okay. Also Ansehen in dem Fall wegen dem Dungeon nehme ich an und Vertrautheit wegen den 2 Belgern gerade. Okay. Werte, neue Fähigkeit, Abrissbirne, neue Fähigkeit, Kugelkette, in Dungeon abgeschlossen, plus 5 und Spiel George, bestimmt diese verdammte Marke. Gefundene Beute, Hinterbonze. Nouveau, Dingsbus, okay, Müll. Müll vor allen Dingen, neuen Müll eingesammelt. Wir haben Dinge getötet. Ich will einfach nur mehr ins Bett. Heute war echt anstrengend. Na, dann, ach so, dann mach das doch, wollte ich gerade sagen, aber anscheinend können wir auch. Ein alter Fernseher mit Kabelanschluss könnte ganz gut sein, noch ein bisschen aufzubleiben und mir irgendeinen Schmarrn anzugucken. Aber ich bin gerade erst angekommen, morgen sollte ich echt nicht müde sein. Okay, ich nehme mal an, hier mit dem Buch ist das Gleiche. So, okay. Schön, 2. Tag heute, abgeschlossen. Tag 3, morgen, also heute. Und hat er das jetzt schon gespeichert oder nicht? Nichts geht über ein gutes, gemütliches Frühstück im Urlaub, auch wenn es nur eine einfache Buttersemmel ist. Und da kommt Klaus, Mensch. Applaus für Klaus. Hey, was dagegen, wenn ich mich kurz zu dir setze? Wieso denn? Setz dich ruhig, Klaus. Ich wollte nur mal bei dir vorbeischauen. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, was letztens passiert ist. Klaus wird ganz schön nervös. Schon merkwürdig, wenn man jemanden, den man aus dem Fernsehen kennt, so sieht. Er kriegt den Mund kaum auf und selbst dann weiß er nicht recht, was er sagen soll. Weißt du, als das Ganze vor 3 Jahren losging, dachte ich, hier würde was ganz Großes passieren. Und damit meine ich nicht Geld oder Besuch oder all das. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal ein sogenanntes Monster sah. Für uns öffnete sich ein ganzes... Nein, ich wollte nicht vorspulen. Ich wollte eigentlich mal ins Menü reingucken, ob er das jetzt gespeichert hat oder nicht. Kann ich auch wieder zurückspulen? Sieht nicht so aus. Schade, okay. Auf diesen Job war ich nicht scharf. Als die Bürgermeisterin ihn mir angeboten hat, habe ich gedacht, besser als jemand anders. Ich glaube, viele haben wir jetzt im Gespräch nicht verpasst. Okay, hier geht es nicht nur um dich. Ey, jetzt mal ernsthaft, Klaus. Hier geht es nicht nur um dich. Außer, aber ist schon okay. Ich habe mir selbst ausgesucht, du kannst nichts dafür.
Ach so, die reden über den Tag im Dungeon. Ich war unvorsichtig, das ist dir unter meiner Aufsicht passiert, wegen mir. Du hast mich da rausgebracht. Genau. Ich bin froh, dass es dir gut geht, Luisa. Wirklich. Okay, das Erdbeben hat ein ganz schönes Chaos hinterlassen in einem Ausmaß, dass sie die Öffentlichkeit verschweigen. Abgesehen vom Doberkugel sind die Dungeons im Moment nicht zugänglich, aber die Reparaturarbeiten laufen. Sie werden ihre Geldquelle nicht versiegen lassen. Mhm. Danke, dass du mir zugehört hast und ich habe etwas für dich, falls du bleiben willst. Das ist ein alter Notfallpager. Machen wir gerade so Social-Fortschritt mit Klaus? Einfach so? Okay, na gut. Er kann sogar die magische Störung hier durchdringen. Mhm. Verwende ihn, falls du mal vorzeitig aus einem Dungeon raus willst. Oh, dann lasse ich dich sofort von jemandem ins Dorf bringen. Von jemandem, also das mache ich nicht persönlich. Deine Beziehung zu Klaus hat sich verbessert. Wir sind jetzt Bekannte. Klaus hat dir Notfallpager gegeben, damit kannst du den Dungeon jederzeit verlassen. Danke. Besuch mich bei Gelegenheit mal im Tourismusbüro. Mich würde interessieren, wie es bei dir weitergeht. Glaube ich dir gerne. Achso, und jetzt müssen wir direkt auswählen, wo wir hinwollen. Hat so ein bisschen, irgendwie so vermisse ich das von wegen abends. Pennen und dann speichern, ja. Okay, wir wollen ja sowieso zum Doberkugel, aber jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir Feierabend für heute. Tag 3, Mittag. Sieht trotzdem echt schön aus, das Spiel auch. Ah ja, in diesem Dungeon war ich auch. Besser gesagt, am Eingang bei den drei Türen, wo man die Abrissbunde zaubern muss. Aha. Danach muss ich aufgeben, ich habe die Zeit übersehen und meine Schicht hat begonnen. Zum Glück hatte ich so einen Pager, der einen aus dem Dungeon bringt. Es wäre total schwierig gewesen, diese Leiter wieder raufzukommen. Eine Grubenwitwe bewacht den Ausgang, oder? Hast du sie gesehen? Ja, kaputt gehauen habe ich sie. Das Game lässt sich nicht aufhören. Ich wusste nicht, dass das Monster so genannt wird, aber ja, eine Grubenwitwe. Ganz schön fies, oder? Ich wette, du hast sie nur mit deinen ganzen Amuletten besiegen können. Meine ganzen was? Du weißt nicht, was dein Amulett ist. Wir ziehen das jetzt durch. Ja, bis morgen früh. Wir machen durch die ganze Nacht und singen Bumsfallera. Ja. Das sind die magischen Schmuckstücke. Man kann sie immer. Man hat sie immer bei sich, zum Beispiel in einem Rucksack oder in einer Bauchtasche. Wo Slay draufsteht. Amulette verleihen dir verschiedene Kräfte. Ich habe eines, das eine kleine Explosion auslöst, wenn ich einen Gegner besiege. Oh, das will ich auch haben. Aber meine Liebsten sind die beiden. Nimm sie, ich habe mehrere. Meine Liebsten sind diese beiden, deswegen gebe ich sie dir jetzt. Boost auf physischen Angriff und perfektes Ausweichen. In diesem Fenster kannst du deine ausgerüsteten Amulette verwalten und neue Amulette ausrüsten. Dies sind die Amulette in deinem Inventar. Diese beiden hast du von Marina bekommen. Du kannst Amulette aber auch ganz einfach in Geschäften kaufen. Amulette kannst du auf diesen neuen Plätzen deines Stapels ausrüsten. Später kannst du zusätzliche Plätze erhalten. Oh mein Gott, das ist wie bei Dingens. Nier Automata, glaube ich, mit den Speicherslots. Wähle das Amulett perfektes Ausweichen aus. Ja. Achso, ja. Achso, das kostet nämlich 4 Slots da oben. Aha. Wir machen Bums bis morgen früh und haben Durchfallera. Oder so. Tag. Perfekt. Nun wähle das Amulett Boost aus. Mache ich. Und dann packen wir das drunter. Genau. Fantastisch. Du kannst dieses Fenster jetzt schließen. Deine Amulette sind sofort aktiv. Es gibt Leute, die eine richtige Wissenschaft aus Amuletten machen. Ich probiere einfach die aus, die Spaß machen könnten oder die meine Axt etwas mehr Wumms geben. Sie ist eine Axtkämpferin. Ich möchte auch eine Axtkämpferin sein. Weißt du schon, welchen Dungeon du heute angehen willst? Mal gucken. Ich gehe einfach ein bisschen auf Erkundung. Außerdem muss ich speichern und eine Woche warten. Ja. Ich habe keine Pläne. Ich gehe einfach da raus und lass mich überraschen. Wow, das klingt echt nach Spaß. Und sie muss arbeiten. Denk dran, falls du noch die Berge erkundest, kannst du jederzeit anderswo hingehen, später zurückkommen, wenn etwas zu schwierig für dich ist. Ah ja. Es gibt zwar Schilder, die gefährliche Orte kennzeichnen, aber vertraue am besten einfach deinem Bauchgefühl. Also ich vertraue lieber auf Schilder. So wie die Nypsis in Ach stimmt, die Materia, ne? Ich werde im Kiddyland bei der Station sein. Falls du einen Tipp brauchst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Darf ich jetzt bitte speichern? Deswegen bin ich hierher gekommen. Hier draußen fühlt sich Wien unendlich weit entfernt an. Finde ich auch, ja. Ich sollte mich umsehen, einen Dungeon oder einfach nur einen Aussichtspunkt suchen, wo ich mich zurücklehnen und den Nachmittag verstreichen lassen kann. Wenn ich nicht weiß, wohin ich als nächstes gehen soll, kann ich jederzeit Marina fragen. Oder ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß und gucke auf die Karte. Gut. Jetzt aber. Ach so, er speichert. Jetzt hat er gespeichert. Oder so. Und auf jeden Fall kann ich jetzt selber speichern. Und dann haben wir das hier. Alles klar.
Oh mein Gott, ein wunderschöner Start, ein wunderschönes Spiel. Finde ich bisher nicht zu schwer, nicht zu einfach und Lust, beziehungsweise es deutet an, dass es definitiv noch mehr dahinter steckt, als wir bisher gesehen haben. So, dann gehen wir mal hier rüber und starten mal folgendes Lied. Und dann machen wir Feierabend für heute. Gut. Ach ja, das war Feini. Das war Feini. Nach Outer Wilds auf jeden Fall eine wunderschöne Abwechslung auch. Ha, obwohl nichts Outer Wilds wahrscheinlich erreichen wird. Grüß an die Oma, mal mache ich. Heute gibt es wieder lecker selbstgekauftes vom Dönerteller. Mit Dönerteller. Und so. Und Oma hat irgendwas vom fahrenden Essen. Essen auf Rädern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Gut, dann. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir können uns gerne wieder am morgigen Montag sehen um 18 Uhr mit Dracula. Ansonsten Donnerstag bei dem einen Dingens, was mir jetzt gerade entfallen ist. Und dann Dark Picture. Scheiße, was haben wir am ersten? Was haben wir im ersten Slot angefangen? Echt schon wieder völlig vergessen. Lass mich mal kurz auf meinen Plan gucken. Sag ich völlig verrafft, was wir letzten Donnerstag gespielt haben. Mensch, manchmal ist das so. Stimmt, Channel of Memories, siehst du? Memories, das sind sie. Ja, das sind sie. Die Memories hat nicht jeder. Anyway, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die nächste Woche. Bis dahin, winke, winke und tschüss.